Junke. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen in der Moritz-Pasta. Herzlich willkommen zu Riskier dein Bier. Bam. Ach, schön. Guckt doch gerne in diesen voll pickepacke vollen Saal. Freue mich sehr, dass ihr alle gekommen seid. Natürlich nutzt ihr die Gelegenheit, noch einmal vor Weihnachten Bier zu gewinnen. Wer noch kein Geschenk hat, warum nicht eine Kiste Bier verschenken? Das wäre alles möglich heute. An die Mutti oder so. Wir haben nämlich, wie immer, 100 Flaschen Bier in der Vorrunde für euch vorbereitet, plus die Kiste im Finale. Und falls jetzt Leute hier sein sollten, das wäre so krass, aber falls Leute da sein sollten, die nicht wissen, wie Riskier dein Bier funktioniert, sage ich es natürlich auch nochmal ganz kurz. Am Ende des Tages ist es eine Quizshow. Ihr müsst also vor allen Dingen unsere Quizfragen beantworten. Ich ziehe vor jeder Runde einen Namen aus einem Behältnis, in das ihr vorher euren Namen geworfen habt. Wahrscheinlich habt ihr es einfach auf eure Eintrittskarte geschrieben oder auf einen Zettel, falls ihr irgendwie online eure Karte gebucht habt. Und dann könnt ihr bitte hochkommen, euch hier hinsetzen und zwar nicht ganz alleine, sondern ihr könnt auch jemanden mitbringen. Die Person nimmt bitte da Platz. Die Person sollte am besten euer Wissen sinnvoll ergänzen, also nicht genau das Gleiche machen wie ihr selber, nicht genauso alt sein, nicht gleichen Geschlecht sein, funktioniert sowieso nicht, aber wird auf jeden Fall eigentlich erstmal immer mal so vorausgesetzt, dass das Sinn machen würde, wenn man jetzt jemanden mitnimmt, der nicht exakt das Gleiche weiß wie man selber. Dann dreht er hier am wunderbaren Urkostitzer Rad. Darauf sind 10 weiße Wissensgebiete, ganz klassisch, Literatur, Geografie, Sport, Musik und so weiter und sogenannte Actiongebiete, die sind hier orange markiert. Da gibt es auch mal einfach nur eine Glücksgeschichte, sowas wie hier eine Runde weiter. Manchmal müsst ihr aber auch das Wissen des Publikums einschätzen oder könnt so eine Art Auswahl treffen zwischen Zonk und großem Gewinn. Und ein Feld ist natürlich hier auch wie immer mit einem Fragezeichen markiert. Sehr, sehr mysteriös. Das ist unsere sogenannte Wechselrubrik, die in jedem Monat anders ist. Und heute sind wir mal richtig kreativ gewesen und haben uns folgendes Thema ausgedacht. Weihnachten. Ja. Hatten wir natürlich auch schon in ähnlichen Formen ein paar Mal. Das ist ja schließlich schon das 18. Jahr. Jetzt Riskier dein Bier. Riskier dein Bier ist quasi volljährig. Und deswegen hatten wir auch schon mal nur Weihnachtslieder. Wir hatten mal nur die Weihnachtsbäckerei, also nur so kleine Schlemmereien, Rezepte etc. Und diesmal geht es aber um das gesamte Thema Weihnachten. Mal gucken, wie gut ihr da aufgestellt seid. Ich habe auch keine Ahnung, was für Fragen kommen werden. Ich weiß aber, dass es hier dieses Bierstandsanzeigebarometer gibt. Und dieses Thema geht bis 100. Das ist sehr schön. Wir hatten auch seit längerem kein 100-Bier-Gewinn. Mehr. Von daher wäre das heute ein guter Moment, um mal wieder richtig oben anzugreifen. Ihr habt einen Joker, das ist Riskiel, die kleine Bierjungfrau, die hängt hier. Wenn ihr mal eine Frage nicht wisst, könnt ihr sie tauschen, solange noch keine Zeitbegrenzung läuft und könnt dann sagen, ich möchte gerne eine andere Frage beantworten. Dafür geht ihr allerdings auf dem Bierstandsbarometer-Anzeigegerät eine Stufe nach unten. Das bedeutet, ihr könnt, wenn ihr es zum Beispiel als erste Runde gleich ziehen solltet, landet ihr nicht bei minus 1, sondern ihr landet dann trotzdem bei 0 und ihr dürft nicht mit dem Joker aufhören. Das sind im Grunde genommen schon alle Regeln. Dann gibt es noch eine ganz, ganz wichtige Regel für euch alle, nämlich nichts vorzusagen und super leise zu sein, wenn die Kandidatinnen und Kandidaten sich hier den Kopf zerbrechen auf der Bühne. Vorsagen macht natürlich sowieso gar keinen Spaß. Es gibt genug Rubriken, wo ihr sowieso dann was zu tun habt, auch als Publikum. Und ansonsten wäre es halt schön, wenn es auch leise ist. Das gilt natürlich besonders für die hinteren Reihen. Ich weiß, ihr wollt dann irgendwie immer noch auch demjenigen, der neben euch steht, sagen, ihr wisst die richtige Antwort. Deswegen sage ich immer nicht sagen, weil das hören wir hier auf der Bühne, sondern einfach so einfach einen Klaps geben für A, zweimal tisch, tisch für B und so. Das klatscht dann auch bis hier, aber dann haben wir zumindest nicht die richtige, also wir wissen dann nicht so ganz genau, welche Antwort richtig ist. Ihr kriegt das schon irgendwie hin, dass ihr euch bemerkbar macht, ohne dass wir das hier hören. Ja, und dann gibt es am Ende dieser Vorrunde, ich bin sehr gespannt, wer heute am besten abschneiden wird, denn die Person wird gegen den amtierenden Champion spielen. Und der amtierende Champion ist in diesem Fall eine Frau und sie kommt tatsächlich mit ihrem Masterthema heute her. Und das ist das Masterthema in DVD gepresst, das ist Grey's Anatomy Staffel 1. Scheinbar hat sie gesagt, es gibt nichts, wovon ich mehr Ahnung habe als von Grey's Anatomy Staffel 1. Und deswegen möchte ich gerne, dass ihr mich dahingehend prüft. Ich weiß nicht, wer schon mal alles diese Serie gesehen hat. Ich persönlich bin ganz ehrlich, ich habe noch nie eine Folge gesehen. Meine Reizenassistentin hat sich heute aber die ganze Staffel verpasst, um halt 3 entsprechende Fragen zu generieren. Und sie ist auch mehrmals zu mir gekommen und meinte, die ist so ein bisschen schlecht, weil
offensichtlich ist das eine sehr blutige Angelegenheit. Da wird also ordentlich viel operiert und auch so Gedärme irgendwie rausgezerrt und sowas. Deswegen FSK 12 ist hier vielleicht sogar noch ein bisschen zu gering angesetzt. Ich weiß es nicht. Scheint auf jeden Fall einen gewissen Splatter-Anteil zu haben. Wir werden da später noch ein bisschen mehr drüber erfahren, aber es geht vor allem darum, dass ihr Bescheid wisst, wenn ihr heute die erfolgreichste Spielerin oder der erfolgreichste Spieler seid, dann dürft ihr tatsächlich gegen unseren Champion antreten und dann dürft ihr natürlich auch versuchen, sie vom Thron zu verbannen und vielleicht dann nächsten Monat mit eurem eigenen Lieblingsthema, eurem Spezialgebiet hier zu riskieren, ein Bier zu kommen. Aber soweit sind wir natürlich noch längst nicht. Bevor wir irgendwas anderes machen, müssen wir auf jeden Fall erstmal ihr dann auch huldigen, von der ich gerade gesprochen habe. Und zwar kommt jetzt auf die Bühne mit der Karaffe meine reizende Assistentin Annegret Schenkel, a.k.a. Anne Gilzer. Und ich ziehe auch direkt, weil du schon mal hier da bist, einen Namen. Das sind zwei. Dann nehme ich doch den, der runtergefallen ist, wegen Karma. Die erste Person, die ich auf der Bühne begrüßen möchte, ist dann jetzt also Markus, Heckwa vielleicht? Ja, Heckwa. Okay, sehr gut. Dann bitte, komm zu mir, lieber Markus, und bring noch jemanden mit. Da ist er. Ja, bitte nimm Platz. Und du bist der Helfer? Dann trau dich. Setz dich bitte auf den Helfershelferstuhl und dann werde ich dir sogar auch noch für deine große Mühe eine Flasche Bier aufmachen. Ich fange aber mit dem Markus mal einmal an. Markus, wie alt bist du? Was machst du beruflich? Bei einer Online-Plattform. Gibt es da in diesem Vertrieb oder bei dieser Online-Plattform einen Teil deiner Aufgabe, der dir hier auf dem Rad weiterhelfen könnte? Also gibt es da irgendwelche Bereiche, die mit Sport, Musik, Kultur, Wissenschaft oder irgendwas verbunden sind? Oder gibt es bei dir persönlich eine Präferenz, wo du sagst, da bin ich vielleicht ganz gut? Also beruflich wahrscheinlich eher nicht. Ja. Aber du bist Sportfan, das sehe ich an deiner Kappe. Danke. Ja, 13-1, ja. Ja. Lief aber gut für euch? Für euch, sag ich einfach mal. Ja. Den Eagles? Ja. Ansonsten auch Musik, ja. Okay, Musik, Sport ist vielleicht so ein bisschen dein Ding. Dann hast du jemanden mitgebracht. Wie heißt du denn? Matthias. Der Matthias. Matthias. Hast du schon gesagt, richtig. Wie alt bist du? Was machst du beruflich? Ich bin 38 und arbeite tatsächlich bei derselben Firma. Bei derselben Firma. Genau. Gibt es besondere Hobbys, Interessen, wo du sagst, da kann ich dem Markus halt wirklich helfen, weil das kann er nicht, aber ich dafür, außer Bier trinken? Basketball vielleicht. So ah, okay, also auch Sport, Musik wahrscheinlich Sport, auch. Bin ich auch gut drauf. Ja, sehr gut. Genau. Ja, das ist schön, das ist ein bisschen das Thema, was ich gesagt habe. Ja, manchmal ist es aber auch wichtig, dass man einfach die richtige mentale Unterstützung auf der Bühne hat. Deswegen einfach, wenn man seinen Kumpel da sitzen haben und nicht jemand, der einem halt wirklich helfen kann. Naja, gut. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Lieber Markus, dreh am Rad und wir gucken mal, was eure erste Rubrik sein wird. Und es geht gleich mit dem Publikumsjoker Deluxe los. Das ist eigentlich eine sehr entspannte Geschichte für euch, weil ihr erstmal nicht viel tun müsst, außer ihr müsst euch die folgende Frage anschauen, die ich gleich zeigen werde. Bevor ich euch die zeige, würde ich aber einmal ganz kurz Licht ins Publikum bitte geben, denn ihr müsst nämlich jetzt einschätzen, wie gut unser Publikum ist. Ich werde jetzt also eine Frage euch zeigen und ihr müsst mir sagen, ob es dem Publikum möglich ist, irgendjemandem aus dem Publikum möglich ist, die richtige Antwort hier auf die Bühne zu rufen. Und es geht dabei um folgende Frage. Das Licht bitte wieder aus. Es geht um einen Film. Es geht um einen Film, der Weihnachten relativ häufig gezeigt wird. Also, eure Aufgabe ist nicht, die Frage zu beantworten, sondern mir zu sagen, ob es jemanden geben wird, der das gleich hier hochrufen wird, wenn ich die Frage ins Publikum stelle. Falls es eine Person geben sollte, die das kann, dann gibt es zur Belohnung eine eiskalte Flasche Urkrossitzer. Ja, ihr müsst also jetzt eruieren. Gibt es jemanden im Publikum, der diesen Film gesehen hat, den ich hier abfrage? Und wird die Person diese knifflige Frage zu diesem Film wissen? Was sagt ihr? Also wir schätzen beide das Publikum gleich ein. Der Film ist relativ bekannt, also wir denken schon, dass es jemand weiß. Okay, es gibt auch noch eine weitere Möglichkeit. Ich will es nur noch mal aufs Tableau gebracht haben. Ihr könnt jetzt auch sagen, das ist uns zu heiß. Wir nehmen direkt den Joker, spielen die nächste Runde. Nur mal so, ist auch möglich. Ja, nee. Aber ihr sagt, das weiß jemand. Das weiß jemand. Ja, das weiß schon jemand. Also sie vertrauen euch. Das ist gut. Mal gucken, ob ihr auch wirklich so gut seid. Ich lese die Frage erstmal bis zum Schluss vor und dann könnt ihr reinrufen. Wenn ihr es vorher reinruft, ist es nicht so richtig hilfreich für euch, weil dann rufen es dann, wenn es dann zu Ende gestellt wurde, alle rein und dann kriegen niemand irgendwas. Ja. Zu Beginn des Films Bridget Jones Schokolade zum Frühstück.
arbeitet die Titelheldin in einer Presseabteilung eines Verlags. Meine Frage lautet, Achtung, bis zu Ende werde ich sie stellen, welches Buch wird dort gerade veröffentlicht und als das größte Buch unserer Zeit angekündigt? Das sieht ganz schlecht aus für euch. Hier ist ein Tipp. Nein. Damit muss ich die Frage hier leider als beendet und damit auch als nicht beantwortet geben. Ich sage aber trotzdem mal ganz kurz, was es gewesen wäre. Es wäre Kafkas Motorbike gewesen. Und sie hat es doch gewusst, aber nicht reingerufen. Es tut mir wahnsinnig leid für euch. Trotzdem einen riesen Applaus bitte für die kurze Runde von Markus und Matthias. Trostpreis habe ich aber auch für euch. Es gibt Geschenkpapier. Kann man zu Weihnachten natürlich super gebrauchen. Blöd. Blöd, aber trotzdem nochmal großen Applaus für Anne Gilzer. Eine weitere Ziehung folgt nun. Frauke. Kein Nachname, aber Frauke steht hier. Also wenn es mehrere Frauken geben sollte, bist du das? Na klar bist du das. Also das ist tatsächlich die Person, die es gerade eben gewusst hätte fast. Also komm bitte auf die Bühne, liebe Frauke. Da ist dein Platz und ich habe hier auch ein Bier. Das eine hast du ja sowieso fast verdient, weil du es ja fast gewusst hättest, aber hast es dann doch nicht. Also, gerne mal kurz ins Mikrofon. Du hast den Film mehrmals gesehen, Bridget Jones, Schokolade zum Frühstück? Ja. Zwei, dreimal. Ja. Aber bist in dem Augenblick einfach nicht drauf gekommen, wie es hieß, oder hast dich nicht getraut? Ich wusste nur Kafka, aber... Kafka, ja, Motor, schade. Motorbike wusste ich nicht mehr. Also, dann möchte ich aber trotzdem von dir wissen, wie alt bist du, was machst du beruflich? Ich bin 29 und bin Sozialarbeiterin. Sozialarbeiterin, das heißt, du hast von allem auch ein bisschen Ahnung, weil man das ja wirklich so, also das ist ja ein sehr weit gefächerter Beruf sozusagen. Ja. In welchem Bereich arbeitest du genau als Sozialarbeiterin? Im Pflegekinderdienst. Im Pflegekindertagesdienst. Sehr schön. Und du hast hier Pflegekinderdienst heißt es. Pflegekinderdienst, alles klar. Dann frage ich aber trotzdem mal nach, was ist denn das exakt? Kannst du das ein bisschen genauer beschreiben? Naja, wir suchen Pflegefamilien für Kinder, die... Ja, in einer Familie aufwachsen sollten. Probleme haben und deswegen nicht die Familienverhältnisse vorfinden, die sie sich alle wünschen würden und deswegen gibt es da. Ist das generell eher ein Problem, jemanden zu finden oder gibt es eher ein Überangebot von Pflegeeltern, die gerne ein Kind aufnehmen möchten? Nee, wir suchen schon immer neue Pflegefamilien und es gibt tatsächlich mehr Kinder, die eben eine neue Familie brauchen. Alles klar. Als Pflegeeltern, die sich gerade bewerben. Na, dann ist das doch vielleicht ganz schön, wenn wir das hier einmal kurz erwähnt haben, weil vielleicht gibt es ja jemand zu Hause, der sich da schon längere Zeit mit beschäftigt, mit dem Gedanken trägt, das eventuell dann mal auszuprobieren und dann kann man sich, glaube ich, bei euch bestimmt informieren darüber. Du hast jemanden mitgebracht. Wie heißt du denn? Melanie. Hallo Melanie, wie alt bist du? Was machst du beruflich? Ich bin 29 und bin Standesbeamtin. Standesbeamtin? Das ist ein schöner Beruf. Machst du nur Hochzeiten oder auch Scheidungen? Ersteres. Und ich beurkunde jedes neue Baby hier in Leipzig. Das ist die Hauptaufgabe. Das ist aber wahrscheinlich eine sehr schöne Aufgabe. Man guckt wahrscheinlich fast immer nur in super glückliche Gesichter, oder? Meistens. Also wenn man mal einen schlechten Tag hat, meistens. Manchmal auch so, nein, ich bin das sechste Mal hier, ich will das nicht. Aber generell, ich meine, selbst wenn man mal einen schlechten Tag hat und man hat irgendwie schlecht geschlafen, man kommt zur Arbeit und alle freuen sich halt so, dass sie da sind, das glaube ich erstmal alles ganz gut. Ich könnte mir das schon ganz geil vorstellen. Dann möchte ich mal was fragen, aber vielleicht darfst du das auch nicht beantworten. Ich würde gerne wissen, was der schrägste Name ist, der dir da so mal untergekommen ist. Ja. Also Babyname. Paprika. Was ist daran lustig? Das ist ein skandinavischer Vorname. Und du hast ihn auch durchgewinkt dann? Meine Kollegin, ja. Ja, weil sie recherchiert hat und gesehen hat, Paprika heißen Menschen? Das Amtsgericht hat entschieden. Okay, alles klar. Ah, das ging dann doch noch etwas länger. Und den Eltern, die waren aber trotzdem hier in Leipzig und denen war nicht bewusst, dass das auch für gewisse Komik sorgt, dieser Name? Das ist es meist nicht, nein. Okay. Oder gehen sie es sogar regelrecht ein, das Risiko, weil sie es vielleicht selbst total witzig finden oder so? Gibt es das auch? Ja, kommt auch vor. Okay. Also im Grundsatz ist halt, dass es das Kindeswohl nicht gefährden sollte. Ja, in diesem Fall hat das Amtsgericht entschieden, dass jemand Paprika heißt, ist echt okay, damit kann man leben. Ja. Genau so war es. Alles klar, alles klar. Ja, wie hieß der Richter? Vielleicht war das ja auch ein komischer Name. Aber
ist eine spannende Entscheidung, aber trotzdem an dieser Stelle, ist das schon viele Jahre her? Ist das Kind schon größer? Ist schon ein paar Jahre her, ja. Dann möchte ich an dieser Stelle das Kind Paprika hier grüßen. Du kannst gerne mal zu Riskier dein Bier kommen. Ich möchte gerne, dass du dich da hinsetzt und sagst, mein Name ist Paprika. Finde ich cool, finde ich cool. Okay, kommen wir doch zum eigentlichen Spiel. Bitte, dreh doch einmal am Rad und wir gucken mal, was eure erste Rubrik ist. Eben hat es ja gar nicht geklappt mit dem Gewinnen, aber vielleicht jetzt. Sport. Ja, da wären die beiden Jungs natürlich jetzt erfreut gewesen, wenn sie denn diese Rubrik erdreht hätten, haben sie aber nicht. Seid ihr sportlich so einigermaßen gut aufgestellt? Nee, so gar nicht halt. Aber egal, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ist ja, oh, da ist eine Kontaktlinse rausgefallen. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Das Problem in der Rubrik eben, normalerweise helfe ich auch in der ersten Frage mal, aber in der Rubrik eben kann ich halt nicht helfen. Weil wenn das Publikum das nicht weiß, dann weiß es das eben einfach nicht. Und deswegen ja, tut mir das auch sehr leid für die beiden Jungs. Aber wie gesagt, weiter geht's. Leppe geht weiter. Das ist auch ein Fußballspruch übrigens. Aber wir gucken mal auf diese Frage. Es hat tatsächlich auch was mit Fußball zu tun. Ich möchte von euch wissen, dass auch unter dem Namen Theater of Dreams bekannte Fußballstadion Old Trafford ist die Heimspielstätte welcher Fußballmannschaft der englischen Premier League? Ist das A, der FC Arsenal? Ist das B, Manchester United, C, FC Chelsea oder D, West Ham United? Habt ihr irgendeine Ahnung? Könnt ihr was ausschließen? Habt ihr ein Bauchgefühl? Gebt mir ein bisschen Futter. Nee, ich habe gar nichts. Ich hab gar nichts. Nicht. Also ich habe alle vier schon mal gehört, also alle vier Vereine. Ja, ist schon mal gut. Ja. Also es gibt auch alle vier Vereine, aber einer ist eben ein sehr, 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 sehr bekannter Fußballverein, der in diesem überaus bekannten Stadion spielt. Also ich wäre fast... Ja? War auch mein erstes Gefühl. C ist so unser Gefühl gerade. C war das Gefühl? Ja. Das wäre der FC Chelsea. Ja, das klingt gut. Findest du? Ja. Oder, ihr denkt noch mal kurz drüber nach. Also es gibt noch FC Arsenal, es gibt noch Manchester United und es gibt noch West Ham United. Also Manchester United ist ja auch sehr bekannt. Das ist sehr, sehr bekannt, ja. Sehr, sehr bekannt. Und ich meine da auch schon mal, das im Zusammenhang gehört. Ja, ja. Und ich glaube, wir müssen jetzt auch einloggen, weil sonst Zeit nehmen, und so. Ja, wir nehmen B. Das ist korrekt, B ist in Ordnung. Manchester United. Sehr gut. Die erste Frage haben wir damit geschafft. Bitte nochmal drehen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ein zarter Dreh auf Quick Quiz. Das Quick Quiz ist zum Beispiel so eine Rubrik, die ich vorhin erwähnt habe, dass ihr vorher bitte sagen müsstet, ob ihr das spielen wollt oder nicht, weil auch hier haben wir eine Zeitbegrenzung. 30 Sekunden Zeit und in 30 Sekunden hätte ich gerne auf 5 Fragen 4 richtige Antworten. Das sind so ein bisschen Halbsätze, die ich hier bilde und ihr müsstet dann richtig vervollständigen und ihr müsstet einfach darauf achten, dass ihr bitte nichts sagt, wo ihr nicht hundertprozentig sicher seid, dass es richtig ist. Die Fragen wiederhole ich sonst auch gerne am Ende nochmal und falls es dann die jeweilige Freundin weiß, wäre es doof, wenn man das Falsche sagt und dann nur, weil man es jetzt zu schnell gesagt hat. Seid ihr bereit? Ja, wir schaffen das. Ihr schafft das, dann nehmen wir das doch mal. Frage 1. Und die kommen dann also hintereinander weg alle. Mhm. Halloween feiert man am 31. diesen Monats. Nein. Oktober. Richtig. Ein Guppi ist ein solches Tier. Fisch. Das ist richtig. Das macht man mit einem strammen Max. Essen. Richtig. Das sind Justus, Jonas, Peter, Shaw und Bob Andrews zusammen. 3 Fragezeichen. Das ist auch korrekt. Und die Prinsengracht und die Herengracht finden sich in dieser Stadt. Ist egal, Amsterdam wäre es gewesen. Trotzdem eine Runde weiter. 4 richtige Antworten kamen, ja. Ihr seht schon, es ist eigentlich ganz einfach. Damit sind wir bei 2 gewonnenen Bier. Wollt ihr weiterspielen? Ja. Ja, ja. Also, dann riskieren wir doch die 2 und gehen auf 3. Das hatten wir gerade, also bitte nochmal drehen, denn zweimal hintereinander die gleiche Rubrik machen wir nicht. Politik und Geschichte ist damit eure Rubrik, die ihr hier erdreht habt. Eure Frage zu dem Thema lautet folgendermaßen. Am 15. Dezember wurde Wolfgang Schäuble in einer Feierstunde im Bundestag für einen Rekord geehrt. Seit der konstituierenden Sitzung des ersten gesamtdeutschen Parlaments vom 18. Mai 1848 in der Frankfurter Paulskirche ist er der am längsten amtierende Abgeordnete der deutschen Parlamentsgeschichte auf nationaler Ebene. Seit wie vielen Jahren hat er ununterbrochen einen Sitz im Bundestag inne? A.
seit 50 Jahren, B seit 55 Jahren, C seit 60 Jahren oder D seit 65 Jahren? Also, ich wiederhole, Wolfgang Schäuble hat einen absoluten Rekord gebrochen, und zwar ist er der am längsten hintereinander weg im Bundestag sitzende Mensch der deutschen Geschichte. Und ich möchte wissen, wie viele Jahre hat er dort ununterbrochen gesessen? Also er war sicherlich zwischendurch mal kurz zu Hause, aber ansonsten hat er ununterbrochen im Bundestag gesessen. Und, ja. Wir hätten gerne einen Joker. Ihr hättet gerne den Joker, das heißt, ihr wollt nicht beantworten. Korrekt? Ja. Okay, dann nehmen wir Riskiel. Damit geht ihr wieder auf 1 runter. Was wäre eure Antwort gewesen? Ich löse dann gleich 55? Auf. Es wären genau 50 gewesen. Ach. Also die gerade Zahl, die Jubiläumszahl sozusagen, wäre es bei ihm tatsächlich auch gewesen. Egal, damit sind wir wieder bei einem Bier, was wir hier riskieren müssen, denn mit dem Joker darf man nicht aufhören. Bitteschön. Hi, das wird aber jetzt weihnachtlich, ja, sehr zarter Dreh. Trotzdem spielen wir es natürlich, wir haben unsere Wechselrubrik. Wow, schöne weihnachtliche Musik und Beleuchtung natürlich auch an dieser Stelle. Wechselrubrik Weihnachten. Meine Frage lautet: Auf vielen Weihnachtsmärkten gibt es auch in diesem Jahr wieder herrlich saftigen, über Buchenholz geräucherten Lachs, der mit Remoulade oder Mayonnaise oder mit oder ohne Salat, was ist das für eine Frage, in einem Brötchen serviert wird. Ja, wo kommt die Frage, liebe Anne? Den Flammlachs. In welchem Podcast wird jedes Jahr über den sogenannten Flachs, den Flammlachs-Index, der den Preis dieser Leckerei angibt, gefachsimpelt? In welchem Podcast? Ist das A, gemischtes Hack, B, fest und flauschig, C, Geschichten aus der Geschichte oder D, Kaulitz Hills? Mhm. Also wir schwanken zwischen A oder B. Zwischen A und B, ist das korrekt? Ja. Ja. Da hätten wir also auf A gemischtes Hack und B fest und flauschig. Einer dieser beiden Podcasts beschäftigt sich offensichtlich mit dem Flammlachs-Index, den du uns ja sehr schmackhaft gemacht hast mit der Frage. Jetzt haben alle Bock auf Lachs gerade. Ich jedenfalls. Und scheinbar wird sich da vielleicht auch ein wenig drüber lustig gemacht. Ja, ihr müsst euch entscheiden. Wir nehmen A. Ihr nehmt A. Gemischtes Hack. Es wäre fest und flauschig gewesen. Leider nicht. Trotzdem Applaus für Frau Melanie. Und auch für euch. Geschenkpapier. Bitteschön. Ja, Anne, das ist ja blöd. Wir haben ja gar keinen Gewinn bis jetzt. Woran liegt's? Am Lachs. Willst du uns noch was dazu sagen zu dem Podcast und warum reden die ganze Zeit darüber? Na, es ist so, dass Jan Böhmermann wohl ganz gerne diesen Flammlachs isst. Zumindest behauptet er das zu tun. Man weiß ja nie, was der da so redet. Und es wird immer teurer jedes Jahr. Und dann haben sie irgendwann mal die Zuhörer dazu aufgerufen, ihnen doch reporterartig zuzurufen, wie teuer jetzt der Flammlachs auf den einzelnen Weihnachtsmärkten der Republik ist, sozusagen. Aha. Und das machen die auch immer und dann sprechen sie halt immer darüber. Ja, das 8,50 Euro dieses Jahr. Die Frage ist auch mal, was ist die Menge? Also wenn die Menge immer geringer wird, aber generell wird ja alles teurer. Und dann noch mit der Inflation und Energiekosten und. Egal. Lachs schmeckt trotzdem gut. Ich bitte um einen Riesenapplaus für Anne Gilzer und ihre Ziehungsmaschine. Ronald Sparmann. Auch wieder so ein verrückter Fantasiename. Ja, Ronald, komm auch zu mir. Genau, bring jemanden mit. Denn wir warten sehnsüchtig hier auf der Bühne auf dich. Ja, man muss natürlich erstmal durchkommen. Sehr schön. Applaus für die beiden Kandidaten, die offensichtlich dem Holzfällen angetan sind. Bitteschön, nimm Platz. Ja, ich sehe an euren Holzfällerhemden, dass ihr absolute Naturburschen seid. Ist das korrekt? Komplett. Ja. Ich mach mal ein Bier auf. Ronald, sag mir mal bitte, wie alt du bist, was machst du beruflich? Ich bin 26 und ich studiere Bauingenieurwesen. Bauingenieurwesen. Genau. Danke. Gibt es Hobbys oder irgendwie Leidenschaften, wo du sagst, da bin ich hier auf dem Rad ganz gut, weil mir fällt so Bauingenieurwesen, das sind ja so technische, konstruktionsartige Sachen, wahrscheinlich Materialkunde, Statik und so, und das kommt hier nicht so oft vor. Nee, das ist hier nicht vertreten. Ich würde sagen, eher dann Film und TV. Film und TV, gehst du gerne ins Kino? Aber auch, ja, schon. Serien? Auch ein Thema? Auch. Gut. Und der Rest eher
Mal so, mal so. Der Rest ist eher so, ja. Ein bisschen Glück gehört natürlich auch immer dazu. Wen hast du denn mitgebracht? Ich bin Max. Hallo Max, wie alt bist du, was machst du beruflich? Ich bin 27 und bin jetzt mit dem Referendariat fertig. Du hast... Suche jetzt. Nochmal? Bin mit dem Referendariat fertig und suche gerade. Du suchst gerade, aber was hast du denn dann studiert? Achso, Jura. Jura. Und möchtest du jetzt als Anwalt arbeiten? Ja. Ja, und du bist auf der Suche nach einem Job? Ja. Ja. Ich hätte jetzt fast gesagt, wir können ja irgendwie mal so einen kleinen Appell richten. Die Kameras sind ja da draußen, aber mit dem so, naja, ich suche so, ist das vielleicht jetzt so von der Dynamik her irgendwie schiefgegangen. Aber falls jemand in einem halben Jahr einen Job als Anwalt zu vergeben hat, dann wäre vielleicht Max genau der Richtige für Sie. Schauen Sie doch mal, Sie können sich gerne den Kontakt über Riskeder Bier dann herstellen. Vielleicht, ja, vielleicht können Sie es herstellen. Wie auch immer, ihr habt auf jeden Fall schon mal euer Bierchen, das ist gut. Ihr habt ja eine Erfrischung und ich würde dich bitten, doch die erste Rubrik zu erdrehen. Los geht's. Und wir haben es zu tun mit eine Runde weiter. Hervorragend. So macht man's richtig. Bitteschön, noch ein Dreh. Musik. Was hörst du denn gerne von Musik? Lieber Ronald? Alles Mögliche, würde ich sagen. Alles Mögliche. Von allem etwas. Von allem etwas. Also gibt es keine so eine Sache, wo du sagst, ja, das ist so ein Genre, das ist mir sehr zugetan. Grunge. Nein. Dann habe ich folgende Frage für euch. Was ist keine, da sind wir eher bei klassischer Musik, Tempobezeichnung in der Musik? Adagietto? B. Andante? C. Das klingt also ein bisschen wie italienische Gerichte. Sfogliatelle oder De Presto? Jetzt habe ich es aber alles einmal gesagt. Sehr schön. Also ich... Glaube nicht, dass das alles was mit Musik zu tun hat. Das ist so mein kleiner erster Tipp. Also, Adagietto ist A, Andante ist B, C ist Sfogliatelle, so ist es korrekt, und D ist Presto. Und ich möchte wissen, was ist keine Tempobezeichnung in der Musik? Hast du eine Ahnung? Also ich glaube, A gibt es. Ja. Bei den anderen dreien können Sie das nochmal ja, versuchen. Du kannst mich duzen, ich duze dich ja auch. Okay. Andante wäre B, dann ist Sfogliatelle C und Presto ist D. Und da hat sich eine Sache reingeschlichen, die hat halt gar nichts mit Musik zu tun. Das ist damit hier offensichtlich. Sagt uns aber alles drei nichts, also... Ich finde, es gibt mindestens eine Sache, die hört sich auf jeden Fall auch irgendwie so ein bisschen so danach an, als ob es was mit dem Tempo zu tun hätte. Max, sag uns doch bitte deinen Gedanken, den du jetzt gerade zuflüstern wolltest. Dann kann ich vielleicht ein bisschen helfen. Ruhig ins Mikrofon einmal. Ich höre dich ins Mikrofon. Achso, Entschuldigung. Ja, nee, ich wollte Ronald nur sagen, dass ich gar keine Ahnung habe. Bravo, bravo, bravo. Yes. Schön spannend gemacht. Ja, Ronald. Klar, ja, ich glaube, wir nehmen da den Joker. Der Joker ist natürlich auch noch da. Wollen wir ihn nehmen? Ja. Ja, okay. Alles klar, dann gehen wir wieder runter auf Null. Also, Adagietto ist tatsächlich ziemlich ruhig, ziemlich langsam. Nicht total ruhig, nicht total langsam, aber ziemlich ruhig, ziemlich langsam. Dann ist Andante ist ruhig gehend. Und Presto, finde ich, klingt auch ein bisschen so wie schnell. Also wie so Espresso oder irgendwie so in der Art. Also es ist so ein bisschen in die Richtung, ist so ein bisschen in die Richtung, würde ich jetzt sagen, so vom reinen Sprachgefühl, das könnte irgendwas sein mit schnell. Was schnell gehen muss, aber Sfogliatelle, das ist ein total leckeres Gebäck aus Neapel und zwar eine Blätterteigtasche mit süßer Ricotta-Füllung mit Zimt- und Orangenblütenaroma. Kann ich nur empfehlen, hat aber mit einer Musik oder einem Tempo halt gar nichts zu tun. Und damit sind wir wieder bei Null, nichts ist passiert, weiter geht's. Da ist Politik und Geschichte für euch. Folgende Frage haben wir aus diesem Bereich vorbereitet. In welchem Land ist Mark Rutte seit 2010 Ministerpräsident? Ist er A. Ministerpräsident von Belgien, B. von Island, C. von der Niederlande oder D. von Dänemark? In welchem Land ist Mark Rutte seit 2010 Ministerpräsident? Okay. Hast du eine Idee? Wir nehmen die Niederlande. Die Niederlande ist korrekt, richtig. Und schon sind wir wieder bei einem... Und wir spielen nochmal um zwei.
Film und TV. Da sind wir bei deiner absoluten Lieblingsrubrik. Gehst du lieber ins Kino oder guckst du eher am Rechner so Sachen? Beides sehr gern. Beides sehr gerne. Ich möchte von dir in diesem Fall etwas zum Thema TV wissen. Und zwar, wer, nichts vorsagen, gewann am 7. Dezember die 10. Staffel Promi Big Brother? Die soll ja extrem langweilig gewesen sein, wie ich gehört habe. Aber war das A, Rainer Gottwald, B, Michaela Schäfer, C, Jeremy Fragrance oder D, Kati Karrenbauer? Und daran sieht man auch schon an dieser Auswahl, wie viel Promi hier noch drinsteckt in dem Big Brother. Ist das 10. Mal dieses Jahr gewesen? Nochmal? Also welche Staffel war dieses Jahr? Die 10. war dieses Jahr. Die ist jetzt gerade gewesen. Also da kann ich auf jeden Fall sagen, dass Jeremy Fragrance nicht war, weil der hat das Haus verlassen. Mhm. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Wer ist nochmal Jeremy Fragrance? So ein Parfüm-Influencer. Sehr. Klar, natürlich. Natürlich ist es ein Parfüm-Influencer. Wie konnte ich das vergessen? Ja, nee, ich habe auch viele Sachen von ihm, habe ich mich auch beeinflussen lassen. Was war die erste und dritte? Das erste war Rainer Gottwald. Dann wäre auf B noch Michaela Schäfer übrig und auf D Kati Karrenbauer. Wer könnte gewonnen haben? Hat ja auch immer was mit, ja, ich glaube, mit Sympathien zu tun oder mit weniger Hass als gegenüber den anderen. Eins von beidem, ja. Oder weniger Langeweile. Oder weniger Langeweile, genau. Aber du hast ja selber gesagt, und da glaube ich, das kommt ja von dir, dass es halt die langweiligste Promi-Big-Brother-Staffel aller Zeiten war, oder? Das habe ich auch schon öfter gesagt. Ich glaube, letztes Jahr habe ich das auch schon gesagt. Ja. Aber dieses Jahr habe ich nicht alles gesehen, und das heißt was, denn ich sitze normalerweise alles aus. Ja. Aber das habe ich nicht geschafft. Verstehe, es war zu langweilig. Ja. Ja. Mhm. Also der Erste, der sagt uns erstmal gar nichts, deswegen würden wir den auch ausschließen. Aha. Und die Vierte weiß ich, dass sie auf jeden Fall schon mal irgend so ein Format gewonnen hat. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob das vor ein paar Jahren schon mal das Promi Big Brother war oder ein anderes Format. Das weiß ich auch nicht. Weil wenn es vor ein paar Jahren war... Ich weiß auch, dass die schon mal irgendwo war. Ich glaube, die war schon mal, das kann man glaube ich sagen, im Dschungel vorher. Im Dschungelcamp, ja. Wer jetzt? Kati Karrenbauer? Das ist doch diese Knastfrau, oder? Ja. Ja. Ich glaube, die war schon mal im Dschungel, oder nicht? Bin ich mir jetzt unsicher, aber ich würd eher ja als nein sagen. Ja, eher ja als nein. Vielleicht ist es auch nur so ein Thema, was da so reinpasst, so mit diesem Taffen und diesem, ich schlag jetzt irgendeinem Tiger ins Gesicht oder so. Wir nehmen D. Nehmt ihr wirklich D? Nein. Nein. Dann nehmen wir Michaela Schäfer. Dann nehmen wir Michaela Schäfer. Wollt ihr wirklich B nehmen? Dann nehmen wir A. Ist eingeloggt, ist richtig, Rainer Gottwald. Nächste Runde. Und das Rad lobt euch auch noch dafür. Aber ganz kurz, bevor du weiterdrehst. Anne, bitte nochmal das Mikrofon. Wer ist denn Rainer Gottwald nochmal genau gewesen? Ist das ein Chips-Influencer? Oder? Also Rainer Gottwald ist der Gewinner von Promi Big Brother. Das ist krass, aber ja, also was hat er vorher getan? Das ist ein Boxpromoter, der wohl anscheinend selbst auch mal Boxer gewesen ist in einem Vorleben, und dann hat er in Thailand eine Tauchstation betrieben und so alle möglichen Sachen gemacht, und dann ist er jetzt eben Boxpromoter. Ja. Also jetzt auch nicht mehr aktuell so richtig, weil sonst müsste er da vielleicht nicht hingehen, aber ja, das ist Rainer Gottwald. Das ist ein krasser Promi. Rainer Gottwald ist die erste Person, die Promi Big Brother gewinnt, die keinen eigenen Wikipedia-Eintrag hat. Ja, okay. Also, krass. Mittelprominent. Damit ist sie weniger prominent als wir beide, ist das richtig? Richtig. Ja, okay, alles klar. Das heißt aber nicht, dass wir irgendwie nicht meinen. Wir gehen nicht in den Container. Du kannst noch mal drehen, genau. Eine Runde weiter war ja gerade, und dann kannst du nochmal machen. Das unmoralische Angebot. Ehrlich gesagt ist das eine ganz geile Sache für euch jetzt. Ich sag dir auch warum. Euer Bonus ist weg, euer Joker ist weg, meine Hilfe ist aufgebraucht, und ich habe hier 10 Umschläge, und da sind jeweils 10 Gewinne drin. Es geht von einem warmen alkoholfreien Bier bis hin zu 25 Flaschen eiskaltes Urkostitzer. Und alles, was dazwischen ist, ist auch in den Umschlägen drin. Ihr könnt also jetzt das Spiel beenden, ihr nehmt einen Umschlag, und was auch immer da drin ist, ist euer Gewinn. Damit könnt ihr theoretisch auch sogar ins Finale kommen, nämlich wenn in dem Umschlag mehr ist als das, was die Person am meisten gewinnt, die heute noch oben dran ist.
Weil der Spielstand jetzt so ist, wie er ist, ihr habt nicht irrsinnig viel auf der Uhr und der Joker ist auch weg. Deswegen finde ich es eigentlich gar keine schlechte Option, aber natürlich ist eure Entscheidung. Wenn wir das jetzt nicht nehmen, dann drehen wir einfach weiter. Genau, dann schlagt ihr das einfach aus, das Angebot, und ihr dreht weiter. Könnte ich kurz mit unserer Gruppe in Rücksprache halten, ob die sagen, wir sollen weitermachen oder... Ja, wir können mal, ich mach das mal. Ja. Wenn die Gruppe da sagt, macht weiter, dann bitte jetzt einmal ein... Keiner? Und wenn die Gruppe jetzt sagt, bitte, nehmt doch mal bitte den Umschlag, dann macht doch mal bitte ein Hä? Okay. Damit ist, glaube ich, das Ding klar. Welche Nummer hättest du denn gerne? Von 1 bis 8? Die 3. Die 3. Ah. Nee, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Wir mischen das ja auch immer durch und wir machen uns tatsächlich sogar die Freude, damit wir es nicht wissen, dass wir nicht hingucken, während wir wieder die Dinger neu einsortieren. Also so mache ich es jedenfalls, wenn ich es mal irgendwie da einsortiere. Also, was ist drin in Umschlag Nummer 3? Das ist euer jetziger Gewinn und ihr habt gewonnen 20 Flaschen Bier! Perfekt! So sieht das aus, das soll euer Gutschein, bitteschön. Das Spiel ist für euch damit beendet. Dankeschön. Danke fürs Mitspielen. Ja, so kann man es machen. So kann man es machen. Einfach wieder hinlegen, sehr gut. Also ihr müsst die natürlich nicht heute alle austrinken, die Biere, sondern ihr könnt euch die auch im Laufe der nächsten Wochen oder Tage irgendwie hier von der Bar abholen. Dann wird das pro jeweils einzelnes Bier abgestrichen von der Barcrew. Kein Problem, aber ihr habt ja auch ein paar Freunde dabei. Vielleicht kriegt ihr das ja auch heute direkt alles weg. Und damit steht fest, liebe Anne, wir haben einen Gewinner. Und das heißt, wir haben auch eine Marke, die zu schlagen ist, wenn man ins Finale will. Also man muss jetzt mindestens 20 Bier haben, um ins Stechen zu kommen. Und am besten mehr, nämlich in dem Fall 30 Bier hier auf dem Rad, um halt dann ins Finale zu kommen. Aber soweit sind wir noch nicht. Bitte nochmal Applaus für Anne Gilzer. So. Das geht ja flott hier mit den Runden, aber vielleicht mal eine Frau. Nein, es ist keine Frau. Es ist Marco Brömme. Marco. Wir hatten vorhin schon mal einen Marco, ne? Markus war es, du hast recht. Marco haben wir jetzt auf der Bühne. Sehr schön, Marco. Bitte den Platz. Einmal dort vorne, der Hauptsitz sozusagen. Und nebenan bitte einmal... Der Helfer. Ihr braucht nur eins. Ja. Du trinkst kein Bier, möchtest du eine Flasche Wasser haben? Das wäre super. Das wäre super. Dann gehst du bitte einmal ganz kurz an. Wir haben im Backstage noch irgendwie 20 Flaschen, kleine Flaschen Wasser stehen und kannst ja mal eine ganz kurz holen. In der Zeit würde ich dich ganz kurz, lieber Marco, interviewen. Wie alt bist du? Was machst du beruflich? Ich bin 34. Ja. Programmierer bei einem großen Auto-Online-Portal. Bei einem großen Auto-Online-Portal. Das heißt, da können Leute Autos kaufen und du, wenn da irgendwelche Sachen nicht so funktionieren, du verbesserst dann die jeweilige Seite noch oder wie ist das? Na, kaufen und leasen. Also ja. Fokus liegt auf Ratenprodukten. Ja. Und ja, wir machen halt den Prozess von vorne bis hinten. Okay. Also der Kunde findet sein Auto und nimmt es dann irgendwann auch entgegen. Machst ja richtig fast ein bisschen Werbung dafür jetzt gerade. Gerne. Trotzdem frage ich mich natürlich immer, was hilft dir das hier in dieser Show? Und da würde ich sagen, also wir haben schon Autofragen, so ist es nicht. Also das kann schon mal sein. Ansonsten gibt es eine Rubrik, die du gar nicht magst, wo du sagst, da bin ich komplett raus. Nein, nein. Naja, schwierig. Geografie vielleicht. Geografie ist nicht so gut bei dir. Alles klar. Vielleicht kann dir ja da aber dein Kumpel helfen. Wie heißt du denn? Ja, hallo, ich bin Marcel. Ich bin 39. Bin auch Programmierer. Auch Programmierer. In derselben Firma. In derselben Firma. Aber bist du gut in Geografie? Nein. Nein. Das ist schade. Was du aber kannst, ist die Schlagerschleife bilden. Das ist diese hier. Die macht man immer... Das finde ich immer faszinierend. Das ist die Schlagerschleife. Ja, die hängt hier bei mir so ein bisschen. Aber so haben früher die Schlagersänger immer so eine Schleife gemacht. Und oft war das in den Hitparaden auch so, dass das Kabel dann hier aufhörte, tatsächlich. Was das noch absurder gemacht hat. Und das waren natürlich auch keine Funkmikrofone, sondern die haben halt einfach komplett Playback gesungen. Aber es ist natürlich sehr hilfreich, wenn da hinten nämlich, was ja hier andauernd passiert, ein Kameramann über die Bühne rennt und dann tritt er aufs Kabel, dann hat man nämlich noch so ein bisschen Spiel. Von daher ist das genau richtig gemacht. Du machst es tatsächlich auch. Sehr schön. Jetzt machst du es nachher. Ich verrate euch ein Geheimnis. Hier läuft gar keiner über die Bühne und deswegen ist es egal. Aber egal. Bitteschön. Dreh am Rad. Wir gucken uns mal eure erste Rubrik an. Ich freue mich. Und ich hoffe natürlich vor allen Dingen auch auf große Gewinne für euch. Das ist nicht so schlimm, weil eine Runde zurück bei null macht gar nichts. Gleich nochmal drehen.
eine Runde weiter wäre besser gewesen. Das sind zwei Runden und da ist auch die Runde. Nein, zur Runde zurück. Es war ja genau eine Runde. Verdammt. Also nochmal bitte. Jetzt drehst du etwas weniger und damit hast du einen Burger gewonnen. Auch gut. Ein Burger bei Big Burger Star. Das ist der wunderbare Burgerladen direkt am Südplatz. Die haben da eine schöne Bude und da gibt es Burger natürlich in verschiedensten Formen und mit, ohne Fleisch, alles Mögliche. Guten Appetit dazu erstmal. Den kann dir keiner mehr nehmen und trotzdem haben wir immer noch keine Rubrik für euch. Das machen wir jetzt. Klatsch und Tratsch. Es ist nicht umgeklappt. Wie sieht's mit euren Klatsch- und Tratsch-Skills aus? Schwierig. Schwierig. Na, gucken wir mal, ob wir uns trotzdem irgendwie durch die Frage durcheiern können. Die Frage, die ich stellen möchte, lautet folgendermaßen, und da hatten wir es sogar mit einem, du bist ja offensichtlich Sport interessiert, wir haben es mit einem bekannten Sportler zu tun, der gerade nicht so die gute Zeit hatte. Boris Becker nämlich wurde am Donnerstag vorzeitig aus der Haft in Großbritannien entlassen und nach Deutschland abgeschoben tatsächlich. Über seinen künftigen Wohnort erfahren wir morgen Abend bei der Sendung Sat.1 Spezial Boris Becker einfach nur, sicher mehr. Eventuell kommt Bobbele ja bei seiner 87-jährigen Mutter unter. Wie heißt diese? Das ist aber eine gemeine Frage. Also, Bobbele hat scheinbar eine 87-jährige Mutter. Ich möchte wissen, wie die heißt. Heißt die A, Elvira, B, Cornelia, C, Barbara oder D, Nastasia? Psst. Frau Becker reicht nicht? Nee. Ich kann aber eine Sache sagen, wir haben als kleinen Tipp, wir haben in der Auswahl einmal seine erste Frau versteckt. Ja. Die Barbara. Das ist gut. Elvira, Cornelia und Nastasia bleiben also noch über. Habt ihr noch etwas, was ihr ausschließen könnt? Guck mal, nach oben. Also Bauchgefühl wäre Elvira. Ist das... Ja, es ist eigentlich... Klingt plausibel, oder? Irgendwie schon, oder? Ja. Willst du es nehmen? Ich würde es jetzt nehmen, ja. Ja, das ist richtig. Elvira, super. Trotzdem irgendwie eine schwere Frage, oder? Kam das in den letzten Tagen so oft vor und geisterte es durch die Presse, dass er zu seiner Ma wieder zieht? Ja, das kam schon vor. Also ich habe das zumindest erfahren. Ja, in deiner Bubble war es natürlich total fett und dick. Ja, aber ich finde auch so die Auswahl, also die Person ist ja schon etwas älter und da habe ich so gedacht, die Namen, also natürlich kann jeder in jedem Alter jeden Namen haben, aber ich finde jetzt Cornelia würde ich jetzt komisch, also findest du? Seltsam finden, wenn jemand 87 ist und Cornelia heißt. Finde ich nicht. Finde ich ungewöhnlich zumindest. Aber Nastasia hätte ich ausgeschlossen, weil das ist halt so arg russisch, dass ich glaube, das hätte man jetzt, wenn sie 87 ist, zu der Zeit nicht unbedingt... Naja, die Mutter kommt aber wohl tatsächlich aus Tschechien. Ah, also okay. Deswegen, aber Nastasia ist wirklich jetzt ein bisschen russischer als tschechisch. Das, also, was wir alles erfahren, Boris Beckers Mutter kommt aus Tschechien. Wusste ich nicht. Ich glaube schon. Ja. Ab jetzt kommt sie einfach aus Tschechien. Also egal, woher sie wirklich kommt, wir behaupten das jetzt einfach mal. Sie ist Tschechin. Zum Glück ist sie bei bester Gesundheit. Das heißt, Bobbele hat auch ein Dach über dem Kopf und ihr habt eine Runde weiter gemacht. Und damit können wir um zwei Bier spielen, wenn du nochmal drehst. Sehr gut. Sehr gut. Klatsch und Tratsch. Das hatten wir ja gerade. Und deswegen bitte nochmal drehen, weil die genau gleiche Rubrik machen wir nicht zweimal hintereinander. Du kannst auch Dollar drehen, wenn du möchtest. Aber Film und TV ist normalerweise eigentlich eine Rubrik, die meisten Leute so immer nicht so schlecht finden. Jeder guckt ja auch mal irgendwie einen Film. Muss man natürlich jetzt immer so ein bisschen Glück auch haben, dass die Frage passt. Vielleicht passt diese ja. Frank Plassberg gibt zum Ende des Jahres nach 20 Jahren die Moderation der anfänglich im WDR seit 2007 bei der ARD laufenden Polit-Talkshow Hart aber fair auf. Wer wird ab Januar 2023 sein Nachfolger? Das ist unsere Film- und TV-Frage und ich habe eine Auswahl für euch. Wird der Nachfolger bei Hart aber fair A. Jörg Pilawa, B. Markus Lanz, C. Luis Klamroth oder D. Tobias Schlegel? C. Du sagst C. Das kam ja wie aus der Pistole geschossen. Das ist auch korrekt. Natürlich. Luis Klamroth. Damit sind wir bei zwei Bier wieder. Joker ist auch noch da. Es läuft. Nächster Dreh geht auf A bis Z. Da ist alles Mögliche drin. Da könnte theoretisch auch das Auto mal drin versteckt sein. In der Nacht vom 16. auf den 17. Dezember konnten 31 der Ende 2019 aus dem grünen Gewölbe in Dresden gestohlenen wertvollen Schmuckstücke sichergestellt und nach Dresden gebracht werden. Wo wurde die Beute gefunden? War das A in Belfast, B in Amsterdam, C in Hamburg oder D in Berlin? D, Berlin. Das ist korrekt. In Berlin wurde die Beute gefunden.
Allerdings, soweit ich erfahren habe, auch nicht ganz nur aufgrund der fantastischen Recherche und Polizeiarbeit und Suche, sondern auch, weil die gefangenen mutmaßlichen Täter wohl auch dorthin geführt haben, um ihre Haftstrafen dann entsprechend zu verkürzen. Das wird man aber noch erfahren. Wie auch immer, zum Glück sind diese Schmuckstücke wieder da und ihr könnt natürlich auch zum Glück weiterdrehen. Auf vier Bier können wir jetzt kommen mit Politik und Geschichte. Politik und Geschichte, da habe ich diese Frage hier für euch. Nach welcher Pflanze, die sich auch im kaiserlichen Siegel findet, ist der Thron des japanischen Kaisers benannt? Ist das A, das Gänseblümchen, B, die Kirsche, C, die Chrysantheme oder D, die Pfingstrose? Nach welcher Pflanze, die sich auch im kaiserlichen Siegel findet, ist der Thron des japanischen Kaisers benannt? Ich glaube, der japanische Kaiser ist ein sehr lang amtierender Kaiser. War das richtig? Meinst du jetzt generell das Kaisertum in Japan? Ja, ich meinte jetzt auch der eigentliche oder ist das schon wieder jetzt der nächste? Ich glaube, das ist jetzt der Sohn seit 2-3 Jahren oder so. Ja, dann habe ich das noch falsch in Erinnerung, dass das so, ja, dann ist glaube ich jetzt ein Afrikaner, der am längsten jetzt nach Queen Elizabeth II., der am längsten regiert, kann das sein? Das weiß ich nicht. Das habe ich irgendwie mal jetzt gehört. Aber du hast recht, stimmt, das ist schon der nächste. Habt ihr eine Idee, wie dieser Thron heißen könnte? Leider gar nicht, nein. Leider gar nicht. Wir haben den Joker. Den nehmen wir, ja. Den nehmt ihr auch. Sehr gut, dann rutschen wir nochmal auf 2 runter. Und was hättest du genommen? Kirche. Die Kirche. Kann man sich tatsächlich so herleiten, weil das ja in Japan ein großes Thema ist, diese Kirschblütengeschichte. Aber vielleicht ist sie zu klein oder so. Die Chrysantheme wäre es tatsächlich gewesen. Da wäre man vielleicht jetzt nicht überraten drauf gekommen. Und von daher, glaube ich, habt ihr hier sehr, sehr sinnvoll den Joker eingesetzt. Nächste Rubrik. Jetzt müssen wir weiterspielen. Und wir spielen nochmal nicht Politik und Geschichte, das hatten wir gerade, bitte nochmal drehen. Schneller oder weniger schnell? Eins von beiden, jetzt geht's ein bisschen weniger, das ist sehr gut. Wir haben den Publikumsjoker Deluxe, wir hören ein ganz bisschen Musik und wieder für euch gleich die Möglichkeit, eine Flasche Bier zu gewinnen, wenn die beiden hier zumindest sich dafür entscheiden, dass ihr es wisst und es dann auch wirklich jemand weiß. Es ist im weitesten Sinne eine Frage aus dem Bereich Medizin. Psychologie, könnte man auch sagen. Ich werde wieder die Flasche hinstellen, damit euch schon mal das Wasser im Mund zusammenläuft. Glaubt ihr, dass das jemand weiß? Wir glauben nicht, nee. Bitte. Was habt ihr jetzt gesagt? Wir glauben es nicht, nee. Ihr glaubt es nicht, nein, ihr glaubt es nicht. Entschuldigung. Also ihr glaubt in diesem Fall mal nicht an das Publikum. Ich weiß es nicht. Also ein Mediziner, eine Medizinerin könnte es durchaus jetzt sagen. Dann sagt's auch, dann kriegt ihr die Flasche Bier. Die Frage lautet, wovor fürchtet sich jemand, der unter Emetophobie leidet? Erbrochenem. Das ist richtig. Erbrochenem. Danke. Erfreut. Bitteschön. Das ist dein Bier. Ich hoffe, du erbrichst dich nicht davon. Und damit hast du leider auch den Lauf dieses Pärchens hier gebrochen. Aber trotzdem, ihr kriegt einmal gefüllte Lebkuchenherzen von mir. Großen Applaus für unsere beiden Kandidaten. Leider hat es nicht ganz geklappt. Aber lieber Anne, ich glaube, wir haben auch bei diesen medizinischen Fragen, ist es wirklich oft so, dass eine Person dann halt im Publikum ist, die halt Medizin studiert oder die schon fertig ist. Und die müssen das ja irgendwie alles auswendig lernen, glaube ich. Von daher passt es schon. Großen Applaus nochmal für Anne Gilzer. Nächste Runde. So, vielleicht ist euer Name jetzt hier drauf. Ich würde sagen, das ist ein J, also Jan Reiche wäre das dann. So ein bisschen wie eine 7 geschrieben, ne? Das ist ein J. Jan Reiche, bitte, kommt zu mir. Jan, jetzt trau dich auch. Du willst es doch auch. Ja, schiebt ihn einfach auf die Bühne. Schiebt ihn einfach drauf. Jan hat so einen Mittelbock. Jawohl! Bitte nehmt Platz, ihr beiden. Nehmt mal Platz. Jan, wovor hast du Angst? Nicht vor mir hoffentlich.
Ich bin nicht so das Bühnentier. Ach, du bist nicht so das Bühnentier. Das kann sich schnell verändern. Das habe ich schon häufiger mal von Leuten gehört. Die ersten 2-3 Minuten sind ein bisschen komisch und dann spielt man sich schnell in so einen Rausch. Dann will man gar nicht mehr runter von der Bühne. Ich gebe dir mal das Bier, es entspannt ein bisschen. Sag uns ganz kurz, wie alt bist du, was machst du beruflich? Ich bin 32 Jahre und Elektroingenieur. Elektroingenieur. Wen hast du mitgebracht? Wie heißt du? Ich bin der Alexander und ich bin auch Elektroingenieur. Auch Elektroingenieur. Wie alt bist du? 32. Auch 32, sehr schön. Na, da gucke ich doch mal, was da bei euch sozusagen an gesammeltem Wissen dann da ist, der über den Elektroingenieurbereich hinausgeht. Weil wir gar nicht mehr so viel Zeit haben, würde ich sagen, komm, dreh direkt am Rad und dann fangen wir direkt an zu spielen. Erste Runde für euch, das Teekesselchen. Das ist eine sehr schöne Rubrik. Es geht darum, dass ich 2 Definitionen vorgebe und ich hätte gerne von euch das eine Wort, das sozusagen das Ergebnis dieser beiden Definitionen ist. Zum Beispiel... Ich sage, Definition 1 ist Hanseat, Definition 2 ist Fast Food. Die richtige Antwort ist Hamburger. Trifft auf beides zu. Meistens sind die verschiedenen Definitionen aber etwas komplexer. Und deswegen, da ihr da auch eine Zeitbegrenzung von 30 Sekunden habt, möchte ich euch bitten, jetzt zu entscheiden, ob ihr den Joker nehmen möchtet oder nicht. Das Teekesselchen muss einem halt direkt einfallen, sonst ist es schwierig. Wollen wir es spielen oder wollen wir es nicht spielen? Ja, machen wir. Wir machen das. Sehr schön. Ich lese es erstmal korrekt vor, hoffentlich korrekt, zu Ende vor und dann läuft auch erst eure Zeit. 1. Snacks, die aus dünnen, frittierten oder gebackenen Scheiben einer Nutzpflanze aus der Familie der Nachtschattengewächse bestehen. Und 2. Dünne, einige Quadratmillimeter große Plättchen aus Halbleitermaterial, auf denen sich Schaltung und mikroelektronische Schaltelemente befinden. Das sind die Chips. Das sind die Chips, natürlich! Da kann ich euch ja gar keine Angst machen. Aber gut, sehr schön. Die Chips habt ihr gelöst und deswegen seid ihr eine Runde weiter und wir können noch mal spielen. Bitteschön. Dreh am Rad. Eine Runde weiter, sehr gut. Das läuft auf eine perfekte Runde hinaus. Weiter geht's. Weihnachten, sehr gut. Noch mal unsere Wechselrubrik. Typische Weihnachtsmusik, ich liebe es. Wechselrubrik Weihnachten. Euch ist ein Kindlein heut geboren, von einer Jungfrau auserkoren. Ein Kindlein so zart und fein, das soll eure Freund und Wonne sein. So lautet die 2. Strophe welchen bekannten Weihnachtsliedes? Und ich sage auch eine Auswahl dazu. Ist das die 2. Strophe von Stille Nacht? Oder B von O du Fröhliche? Oder C von Kommet ihr Hirten? Oder D von vom Himmel hoch, da komme ich her. Ich wiederhole nochmal, euch ist ein Kindlein heut geboren, von einer Jungfrau auserkoren. Ein Kindlein so zart und fein, das soll euer Freund und Wonne sein. Ruhig ins Mikrofon. So, ja. Ja. Also, ich würde sagen, O du Fröhliche ist es schon mal nicht. O du Fröhliche ist es nicht. Gut, dann hätten wir noch über Stille Nacht, kommet ihr Hirten und vom Himmel hoch, da komme ich her. Hast du noch einen, den du ausschließen kannst, Alexander? Ich nicht, ich wüsste jemanden, aber... Anrufen darf man aber keinen. Das müsst schon ihr beide lösen. Ja. Dann würden wir wahrscheinlich raten. Ne? Was hättest du denn geraten, Alexander? Fangen wir mal mit Alexander an. Ich hätte jetzt, was ist das? Ist B war? B war O du Fröhliche. Nee, ist C. C war Kommet ihr Hirten. Ja. Hättest du auch gesagt? Ja. Wollen wir es nehmen? Ja. Dann möchte ich, dass du bitte mal die 2. Strophe von Kommet ihr Hirten singst. Moment, ich muss jetzt... Du hast ein eigenes Mikrofon. Muss ich erstmal kurz die 1. im Kopf singen, weil sonst ist es schwierig. Ja. Wie lange dauert das? Je länger du mich unterbrichst, desto länger. Okay. Ja, an dieser Stelle, darf ich irgendwas anderes sagen? An dieser Stelle vielleicht eine kleine Werbung. Unser nächster Show ist am, ich weiß es nicht, nein, keine Ahnung. Also im Januar natürlich auf jeden Fall. Es ist jetzt. Lasset uns sehen in Bethlehems Stall, was uns verheißen der himmlische Schall. Was wir dort finden, lasset uns künden, lasset uns preisen in frommen Weisen. Halleluja. Das war aber... Das war die 2. Strophe von Kommet ihr Hirten. Das war die 2. Strophe von Kommet ihr Hirten, wie gewünscht. Also die Kandidaten haben ja gesagt, das ist die 2. Strophe von Kommet ihr Hirten. Ja. Daraufhin sollte ich die 2. Strophe von Kommet ihr Hirten singen, was ich gemacht habe. Das ist korrekt, aber auf meinem Zettel steht, Kommet ihr Hirten ist die richtige Antwort. Dann steht das da falsch. Okay, alles klar. ja, das war's für euch. Großen Applaus für Jan und Alexander, ihr seid leider los. Tut mir leid.
Habe ich einen Trostpreis? Ja, ich habe eine schöne Weihnachtstasse für euch. Bitte schön. Es tut mir leid. Ihr könnt euer Bier da reinfüllen. Aber es ist eine süße Weihnachtstasse. Ja. Mikrofon hast du da. Aber wunderschönes Missverständnis. Ja, ich weiß auch, nee, ich dachte, das hast du extra so gemacht, weil du ja siehst, dass, ne, damit, dass die Auflösung ist. Ja, das wäre aber, ja, okay. Ja. Ich kann doch erklären, warum ich dort fälschlicherweise Comet ihr Hirten gekennzeichnet habe, ja. Das ist richtig, weil ich erst auch die zweite Strophe von Comet ihr Hirten aufgeschrieben hatte und auch erst nicht erraten lassen wollte. Nur dann ist mir aufgefallen, dass ja die mit Lasset beginnt, so wie Comet. Und da kann man ja sich schon denken, das ist dann irgendwie so ein Gleichklang. Och, ja. Und es wäre dann zu einfach gewesen. Ja, das wäre, das Publikum ist, glaube ich, genau deiner Meinung, es wäre viel zu einfach gewesen, oder? Dann? Nee, wäre es nicht, aber trotzdem, sehr schön. Kannst du uns dann auch ganz kurz verraten, was ist denn die verdammte richtige Antwort jetzt? Achso, es ist vom Himmel hoch. Und jetzt musst du natürlich das hier auch mal singen mit dem Text. Musst du auch wieder an die erste Strophe erstmal denken? Nee, weil ich sehe den Text ja hier, ne? Von der zweiten. Deswegen, ja, verstehe. Psst, Ruhe. Anne. Euch ist ein Kindlein heut geboren, von einer Jungfrau auserkoren. Ein Kindelein so zart und fein, das soll euer Freud und Wonne sein. Annegret Schenkel. Schön. Schön erstens und zweitens auch. Irgendwie wieder ein ganz besonderer Moment bei Riskier dein Bier. Habt ihr auch so das Gefühl, für zwei Sekunden das Gefühl gehabt, es ist so 24.12. und wir sind in einer Kirche zusammen? Das wäre auch schön, aber also da werde ich in meinem nächsten Leben dann irgendwie Pfaffe vielleicht. Pfarrer meine ich natürlich. Applaus mal für Anne Gilzer, nächste Kandidaten. Jetzt nehme ich auch mal einen ganz anderen Zettel. Nichts Gefaltetes, sondern irgendwas, was fühle ich denn hier noch so? Hier sowas, was so nicht Fisch, nicht Fleisch ist. Sowas hier nehme ich jetzt. Ui, das kann ich auch nicht so richtig lesen. Dünsti Dirk. Dünsti Dirk? Dünsti Dirk! Ja, sehr schön. Applaus für Dirk. Also der Dirk muss bitte dahin, das ist... Du bist der Dirk. Ich bin Hannes, hallo. Du bist was? Hannes. Hannes. Witz gewesen. Das ist ein Witz gewesen. Ah, alles klar. Aber es ist auch schön, dass du... Also was, wer ist denn Dünsti Dirk? Es heißt Dirty Dirk. Dirty Dirk, okay, ja, alles klar. Ja, das macht ein bisschen mehr Sinn, tatsächlich. Hannes. Also, naja, gut, wenn du meinst, es heißt Dirty, aber... Wahrscheinlich ist es einfach eine ganz andere Person, die wir gezogen haben, aber ist auch nicht so wichtig. Nee, das... Dirty Dirk. Also, das schmeißen wir immer rein, wir waren ja auch schon öfter oben. Ja. Und wir hatten einen Kumpel, der war mal vor Jahren mit und hat Dirty Dirk reingeschmissen, ja. Einfach weil er seinen Namen Fabian nicht aufschreiben wollte. Okay. Und in guter Tradition landet bei unserer Gruppe immer fünfmal Dirty Dirk im Pott und immer mit verschiedenen Schreibweisen. Schreibweisen, sehr gut. Dann haben wir jetzt das auch geklärt. Fabian, also fängst du am besten mal an. Nee, das ist Hannes. Fabian Hannes, kommt nicht mehr. Ja, nee, Fabian kommt ja gar nicht mehr. So ist ja. Also liebe Grüße an Fabian an der Stelle, a.k.a. Dirty Dirk. Hannes. Ihr macht es mir aber auch nicht leicht als Moderator. Hannes, wie alt bist du, was machst du beruflich? Ich bin 28 und Richter. Du bist Richter? Jo. Ist das dann mit 28 so eher ungewöhnlich, dass man also in relativ jungen Jahren schon, ja. Richter ist? Ja. Da hast du ja viel Verantwortung, ne? Ja. Machst du auch so Mordsachen und sowas? Nee, noch nicht. Okay, das darf schwere man... Körperverletzungen, schwere räuberische Erpressungen. Gibt es da so eine Art, dass man das auch, dass man erst eine gewisse Berufserfahrung hat, nee, bevor man nicht. Jemanden also, für immer hinter Gittern schickt? Nee. Nö, es ist nur, also ich bin noch in der Probezeit, ja. Die geht ungefähr 3 bis 4 Jahre. Ja. Und dann ist so ein bisschen das Problem, wo der Freistaat halt Bedarf hat. Ja, okay. Und da bin ich jetzt gerade nicht in der Interessant. Kapitalabteilung. Interessant. Sehr schön. Dann hast du natürlich immer mitgebracht. Wir kennen uns ja auch, du warst schon ein paar Mal hier. Trotzdem bitte Name, Alter, Beruf. Felix, 26 und ich bin in der Projektentwicklung von Strom- und Gasleitungsprojekten deutschlandweit international tätig. Auch sehr schön. Das heißt jetzt aber für mich, dass du in welcher Rubrik hier am besten dem Hannes helfen kannst? Ja. Ja. Also ja, ich kann, ja. Ich könnte, also generell ist allgemeines Gutes ich Wissen könnte, über alles. Ich könnte für Hannes drehen, das ja. Kann ich gut. Ansonsten lasse ich mich immer gerne überraschen. Das machen wir doch alle. Hannes, dann dreh bitte am Rad und wir gucken doch mal, was dabei Lustiges rauskommt. Schauen wir mal.
Viel Zeit haben wir sowieso nicht, bis die kleine Pause gleich anfängt. Das ist nochmal Weihnachten auf jeden Fall. Und wieder einmal Weihnachtsmusik. Können wir noch ein Bier haben, bitte? Oh, Entschuldigung. Ja, ich hatte das eine Bier halt schon dem Fabian. Also, nee, nur Felix braucht eins. Nur Felix braucht eins. Von mir auch noch ein Bier. Also durch diese nur Felix eins noch. Bitte. Nur Felix eins, ja, okay. Das heißt, na gut. Also ich nehme auch noch eins, aber. Ja, dann später. Genau. Ja. Das stelle ich erstmal wieder hier hin, einfach weil es mein Lieblingsbier ist. Liebe Grüße nach Krostitz. Wir haben es zu tun mit, ich habe es gar nicht drauf geachtet, Weihnachten. Genau, die Karte habe ich zum Glück auch schon gezogen. Und den Jingle haben wir gehört, deswegen kann ich die Frage auch tatsächlich vorlesen. Welcher Song schaffte es im Jahr 2009 durch eine Facebook-Kampagne circa 17 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung in der Weihnachtswoche Platz 1 der britischen Single-Charts zu erreichen? Es sollte verhindert werden, dass zum fünften Mal in Folge der jeweilige Sieger der Castingshow The X Factor oder The X Factor zu Weihnachten Platz 1 belegte. Ist das A, The Queen is Dead von The Smiths? Ist das B, Wannabe von den Spice Girls? Ist das C, Killing in the Name von Rage Against the Machine? Oder D, Waterloo von ABBA? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Aber Felix, das weißt du doch. Ja, aber ich kann ja Hannes jetzt nicht in die Pfanne hauen. Doch, kannst du. Musst du sogar. Mach bitte. Naja, also in vorweihnachtlicher Manier haben andere Hilfe bekommen, wollte ich anmerken. Ach so, meinst du das? Ja. Das von hat daher, zu tun. Also klar, also wir können halt darüber reden, über die Auswahl. Und vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass du mir mal sagst, so also, gibt es eine. Kann ich C also, noch mal hören? C willst du noch mal hören? Ja. C wäre Killing in the Name von Rage Against the Machine. Killing in the Name. Of. Ist es was? Kannst du es mal singen? Ja, mach ich. Okay. Killing in the Name of. Ende. Naja, es ist halt so ein, es ist halt eher, mit Gesang ist es weniger, sondern es ist eher so ein heftiger Rap, sag ich mal, oder? Ja. Also, ihr könnt ja nochmal euch vielleicht anhören, um welche Jahre es hier geht und wann das war und wie alt der Song Clever. Zu dem Zeitpunkt ist. Clever, und dann kann gute man Quizzerin. Es gibt einen, du hast mir mal erzählt, Anne macht ja auch mit bei so Weltmeisterschaften, deutschen Meisterschaften, Olympischen Spielen, das alles gibt es beim Quizzen. Und du hast mir mal erzählt, es gab mal ein Quiz, wo du warst, da stand auf den Stiften, die man zu nehmen hatte, um die Sachen anzukreuzen, die richtigen Antworten, read the fucking question, das stand auf den Stiften drauf. Und deswegen würde ich sie vielleicht einfach nochmal vorlesen, weil daraus kann man nämlich eine Menge ableiten. Welcher Song schaffte es im Jahr 2009 durch eine Facebook-Kampagne circa 17 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung in der Weihnachtswoche Platz 1 der britischen Single-Charts zu belegen? Also wenn wir jetzt 2009 nehmen und wir gehen 17 Jahre zurück, bei welchem Jahr sind wir denn dann? 92. Das ist korrekt. Gibt es da ein Lied, was man vielleicht ausschließen kann in der Auswahl The Queen is Dead von The Smiths, Wannabe von den Spice Girls, Killing in the Name von Rage Against the Machine und Waterloo von ABBA? Könnt ihr was ausschließen? Waterloo. Ist viel älter, logischerweise. Jo. Ist nämlich genau 20 Jahre älter. Ist von 74, ne? 18 Jahre älter. Egal, trotzdem, das haben wir weg. Dann haben wir noch The Queen is Dead von The Smiths, Wannabe von den Spice Girls und Killing in the Name von Rage Against the Machine. Habt ihr noch einen Tipp, was vielleicht zeitlich nicht hundertprozentig passt? Ruhig ins Mikrofon, bitte, Felix. Ja, Killing in the Name dann auch nicht richtig, oder? Sind die schon so alt? Rage Against the Machine? Wie sieht's mit den anderen Liedern aus? Ja, dann, das war jetzt gerade so ein bisschen. Was machst du jetzt da draus? Machen wir 10 hin? Mach einfach, also ich saß schon so oft hier oben, ich gebe auch anderen die Chance. Und es ist wir Pause. Wissen, dass du jetzt oft da genau, warst schon. Bei der ersten Frage schon sagen, ich möchte auch den anderen nochmal eine Chance geben. Es ist schön gönnerhaft. Aber wir haben auch schon unglaublich. Wir haben auch schon mit 4 Bier aufgehört, ja, weil es gereicht hat. Aber guck mal auf die Tafel. Ja, nimm C. Rage Against the Machine ist natürlich richtig. Killing in the Name of. Sehr gut. Ja, das Ding hat schon geklingelt, das heißt, ihr müsst bitte einmal drehen und dann gehen wir aber in eine ganz kurze Pause. Eure Rubrik nach der Pause heißt Sport. Darauf könnt ihr euch jetzt vorbereiten. DAFK, T-Shirt hast du ja schon mal an. Also, wir machen eine kurze Pause. Bis gleich.
Michael Dirk neuerdings nennt. Nein, es ist natürlich Hannes. Es gibt gar keinen Dirk und auch keinen Fabian. Aber es gibt einen Felix und der kommt auch mit hoch. Und der macht's clever, der stürzt das Bier nochmal in sich rein, weil er weiß, er kriegt gleich ein neues. Ich nehme da direkt hier mal zwei raus und mache euch dann nochmal zwei auf. Bevor es aber damit weitergeht und die letzten Leute noch ihren Platz wieder finden und ihren Platz natürlich auch einnehmen. Der Hinweis, den ich vorhin nicht mehr ganz drauf hatte, aber es ist natürlich der 23. Januar, wenn das nächste Mal Riskier dein Bier ist. Das heißt, es ist der 23.01.23. Also der erste wichtige Termin im Jahr 2023. Mein Gott, es ist, als ob es gestern gewesen wäre, dass wir das Millennium gefeiert hätten. Und das ist jetzt schon 23 Jahre her. Verrückte Zeit. Ansonsten habe ich noch einen Tipp für alle, die übermorgen noch gar nicht wissen, was sie mit sich anfangen wollen. Da ist hier auf dieser Bühne nochmal der Songslam. Könnt ihr natürlich auch gerne vorbeikommen. Wir suchen übrigens auch noch Musikerinnen und Musiker. Falls ihr also selbst einen Song vortragen möchtet, wendet euch bitte an die entsprechende E-Mail-Adresse, die auch auf der Moritzpastei-Seite zu finden ist. Ansonsten alle weiteren Termine unter www.riskierdeinbier.de oder natürlich auch auf der Seite von der Moritzpastei. Ganz kurze Zusammenfassung noch, was passiert ist. Nicht nur, dass ihr wieder da seid, sondern wir haben tatsächlich auch schon einen Gewinn. Der kam über das unmoralische Angebot. Und das waren hier diese 20 Flaschen Bier. Max und Ronny. Und die sind praktisch im Moment zu schlagen. Ronald hat die erreicht. Und falls man denn Interesse am Finale hat, müsste man darüber hinausgehen. Ihr habt vor der Pause schon gedreht, auf Sport gedreht. Und ich habe ja schon gesagt, DHFK, es gibt ja den bekannten SC-DHFK, der ist damit aber nicht gemeint. Nee. Sondern das ist der berühmte Krokodilsport oder was? Nein, was? Nee, das ist der DFK Everath, also der Studenten-Faschings-Verein. Ach, das ist diese Faschingsgeschichte, natürlich, ja, genau. Klar. Da gibt es ja auch eine sehr, sehr berühmte Faschings-Party. Wann ist die dieses Jahr oder nächstes Jahr wieder? Ja, schwieriges, ganz schwieriges Thema. Ja, warum ist das schwierig? Erzähl uns. Ja, also vielleicht können wir einfach positive Seiten des DFK Everaths beleuchten. Das Problem ist eben, dass die Preispolitik ein bisschen anders lief als die Agentur, die dahinter steht. Ja. Also wir sind ja nur die, die das Programm machen. Und wir haben keinen Einfluss auf die Preispolitik oder ähnliches. Und da gab es Beschwerden, dass es zu teuer geworden ist? Wesentlich okay. Zu teuer war so die Kritik. Aber es findet trotzdem statt? Jein, je nachdem, wie jetzt der weitere Verkauf läuft. Okay, alles klar. Das Problem ist eben für uns, wir machen das Programm, wir kriegen, weil viele Leute auch nicht wissen, dass da eine Agentur dahinter steht, die das Ding groß gemacht hat, wir kriegen sehr viel Hass für derlei Preisgestaltung ab. Kann ich nicht nachvollziehen, ist aber heutzutage auch immer schnell was geschrieben. Ja, deswegen gar nicht lesen. Aber genau, aber also... Wir schauen, dass wir, wie auch zu Corona-Zeiten, es ging ja leider nicht, dass man in Präsenz was machen konnte, dieses Jahr wieder was zaubern. Ja. Und dass wir eben bei anderen studentischen Elferräten, es gibt ja 9 Stück in Leipzig, einmalige Szene in der Welt, irgendwo uns präsent zeigen. Ne? Jetzt machst du den größeren Bogen. Den schließe ich aber an der Stelle auf. Das Problem ist immer, gerade was das Preis. Ich wollte nur wissen, ob der Fasching stattfindet. Er findet leider nicht statt. Also alles nicht, klar, wir wissen findet es noch nicht. In dem also wenn noch ein paar Karten mehr verkauft werden, dann findet der Fasching statt. Also ja, die Party, ja. Geht, oder die Party. Also kauft das Zeug, egal was es kostet. Das ist doch eine ganz klare Ansage. Aber das ist ja auch erst irgendwann mal, wie auch immer. Wir drehen auf jeden Fall, du hast schon gedreht und wir drehen uns jetzt mal um die nächste Frage, die hier sich mit Sport beschäftigt. Unterstützt einfach alle Studenten. Unterstützt einfach alles. Unterstützt bitte alles. Alles. Danke. Ich unterstütze jetzt die folgende Frage. Bitte Ruhe im Publikum. Psst. Frank Buschmann kommentiert für Sky Fußballspiele, präsentiert bei RTL die Sendung Ninja Warrior und früher diverse von Stefan Raab ins Leben gerufene Sport- und Wettkampfformate von Pro7. Doch in welcher Sportart war er selbst aktiv und schaffte es bis in die zweite Bundesliga? Von den Vereinen SSV Hagen und TSV Hagen 1860 bekam er sogar Angebote für die erste Bundesliga. War er mal sehr, sehr gut Frank Buschmann im A. Eishockey, B. Tennis, C. Golf oder D. Basketball. Habt ihr eine Idee? Nee. Ich sage nichts falsch. Hagen ist jetzt auch nicht so der. Bitte? Hagen ist jetzt auch nicht so der bekannte überhaupt Sportverein. Nee, Hagen ist nämlich eigentlich bekannt, viel bekannter für. Die Fernuni. Nein, für die Musikerszene. Denn es kommen bis auf Nina Hagen 3 sehr, sehr bekannte Musiker aus Hagen. Und zwar einmal Nena, dann die Gruppe Extra Breit,
die wir kennen von Hurra, Hurra, die Schule brennt. Ja. Und außerdem Barbara Morgenstern. Wer kennt sie nicht? So, und dafür ist Hagen bekannt. Es gibt sogar ein Lied von Extra bei, das heißt Komm nach Hagen. In dem Lied wird getextet, dass einem selbst der Tankwart, wenn man morgens tankt, schon einem seine neueste Demokassette vorspielt. Dinge, die es mal gab. Tanken und Demokassetten. Aber ja, da kommen wir jetzt auch ein bisschen zu weit raus. Ich möchte trotzdem immer noch wissen, scheinbar gibt es in Hagen, gibt es scheinbar offensichtlich eine bestimmte Sportart, die dort sehr erfolgreich zelebriert wird, die nämlich mit der ersten Bundesliga in Verbindung zu bringen ist, zumindest zu dieser Zeit. Und ich möchte wissen, was machte denn Frank Buschmann als Sportler so erfolgreich? Könnt ihr was ausschließen? Mhm. Könnt ihr was... Ja. Also TSV klingt jetzt nicht nach Eishockey. Das heißt, wir nehmen Eishockey weg. Mhm. Dann bleibt noch über Tennis, Golf, Basketball. Wird Tennis oder Golf nehmen? TSV heißt was in Langform? Turn- und Sportverein. Turn- und Sportverein, das ist richtig. Du sagst, Eishockey kann es nicht sein, Golf aber schon. Naja, ist aber jetzt auch nicht so viel Turnen dabei, ne? Ja, beim Golf hat man auch eine Stange in der Hand, mit der man so Bälle wegschlägt. Das hat man beim Eishockey im Grunde auch, ne? Nur, dass es kälter ist. Das ist richtig, ja, stimmt. Und ich meine alleine nur, da steht. Ich meine, generell kann eine TSG oder ein TSV natürlich sämtliche Sportarten beinhalten, weil das einfach zufälligerweise so ist, dass die Halle neben der Eissporthalle ist und dann hat man sich dann irgendwann mal zusammengetan oder so, nur mal so. Generell höre ich jetzt weniger Wissen und viel mehr Halbwissen, beziehungsweise sogar Viertelwissen möchte ich es nennen, raus. Das heißt für mich... Wir nehmen den Joker. Ihr nehmt den Joker. Ja. Dann nehmen wir den Joker auch bitte. Und was hättet ihr denn, für was hättet ihr euch entschieden? Ich hätte tatsächlich Basketball am Ende gesagt. Du hättest Basketball gesagt. Hätte ich am Ende auch gesagt. Auch wenn Frank Buschmann kein Riese ist, ist das sogar richtig. Tatsächlich war Frank Buschmann ein sehr erfolgreicher Basketballspieler. Und deswegen hättet ihr es... Ich glaube, Hagen, zweite Bundesliga, hat mal gegen Uni-Riesen oder so. Oder irgendwann mal irgendwie gegen die gespielt. Das mag durchaus sein. Aber war mir zu... Und der einzige TSV 1860, der da war, ist es natürlich aus München. Aus München, ja genau. 1860 gibt es da ja auch. Ja, und das ist auch Turnen und Fußball, würde man jetzt vielleicht auch nicht so unbedingt. Aber wie auch immer, mehr oder weniger haben wir auf jeden Fall jetzt. Wir spielen nochmal um ein Bier. Und bei mehr oder weniger ist es so, dass ich eine Schätzfrage ins Publikum stelle. Und ihr müsst mir dann am Ende nur sagen, ist die richtige Antwort mehr oder ist die richtige Antwort weniger? Und ich verstehe mittlerweile auch die Regeln von diesem Spiel und deswegen gehe ich ins Publikum. Das war nicht immer so. Ich gehe mal relativ weit nach hinten, mal gucken, wie lange mich das Kabel überhaupt bringt. Jetzt bin ich gleich aus der Kamera raus. Das ist mir fast zu weit, jetzt kriege ich Angst. Hier hinten, das ist so dunkel. Nee, aber ich glaube, die Kamera sieht uns beide sehr gut und deswegen frage ich dich, du kannst also damit auch ein Bier gewinnen. Ich möchte von dir Folgendes wissen und ich werde dann gleich auch das Publikum natürlich nach der richtigen Antwort fragen. Wie viele Personen im Publikum haben in der diesjährigen Weihnachtssaison noch keinen Glühwein getrunken? Was schätzt du, wie viele Personen werden sich, wenn ich das gleich frage, hier melden, die in dieser Saison noch keinen Glühwein getrunken haben? 50. 50? Ja, das ist ja wirklich mal eine Schätzung. Ja, was die Zuschauer an den Fernsehgeräten nicht sehen, wir haben 3000 Leute hier in der Halle. Deswegen ist das eine extrem gute Schätzung. Was sagt ihr, mehr oder weniger? Danke, Yoshi. Verdammt, habt ihr da hinten gesessen tatsächlich? Oh mein Gott. Es sind auf jeden Fall weniger. Es sind auf jeden Fall weniger, würde ich auch sagen. Das bedeutet, einmal bitte Licht im Publikum, ist er schon. Wer hat bitte einmal Handzeichen noch keinen Glühwein getrunken in dieser Saison? Es sind 42, aber es ist trotzdem knapp weniger und damit seid ihr eine Runde weiter. Kleinen Applaus. With a little help from my friend. Zwei Runden weiter ist es nicht, es ist das Teekesselchen. Auch da, das müsst ihr nehmen, genau, weil wir den Joker jetzt gerade schon irgendwie für anderweitig benutzt haben. Wieder die zwei Definitionen, wieder brauche ich eine Sache dafür, ein Wort und ihr habt wieder 30 Sekunden Zeit. Es geht los. Eins, Bolzen aus Metall mit einem verdickten Ende, der dazu dient, metallene Werkstücke fest miteinander zu verbinden und... Zuteilung bei einem Verfahren, das der Herbeiführung einer Entscheidung nach dem Zufallsprinzip dient und keinen Gewinn bringt. Niete. Das ist richtig, natürlich, die Niete. Sehr gut, Applaus. Die Niete ist ein Metall,
Stück, was zwei Werkstoffe miteinander verbindet und natürlich auch nach einem Zufallsprinzip generiert es irgendwas, was dann halt keinen Gewinn hat, eine Niete. Das war zu einfach, deswegen geht's weiter, wir spielen um 3 Bier. Literatur. Jetzt, normalerweise frage ich ja sowas wie, ja, wann hast du zuletzt irgendwie einen Film gesehen oder so? Natürlich, ja. Was war das letzte Buch, was du gelesen hast? Fragen wir es doch mal. Uff. Bestimmt ein Gesetz irgendwo. Hast du da ein ganzes Buch gelesen? Nein, natürlich nicht. Naja, ich meine dann schwer, schon... Ist echt schwer, bestimmt... Jahrelang nicht mehr? Mhm. Tatsächlich. Sehr lange nicht mehr gelesen. Okay. Die kleine Hexe. Ich möchte von euch wissen, von wem stammt das Buch... Das Licht in uns, Halt finden in unsicheren Zeiten. Das im November 2022 erschien und zurzeit auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste Hardcover-Sachbücher steht. Von wem ist denn dieses Buch? Und du musst mal deine Druckerpatrone wechseln. Hab ich gemacht, nachdem ich diese Karte ausgedruckt habe. Okay, wunderbar. Wirklich? Sie hat immer die richtige Antwort. Ist das A, Angela Merkel, die dieses Buch geschrieben hat? Ist das B, Kate Middleton? Ist das C, Michelle Obama oder D, Alice Schwarzer? Wer hat das Buch geschrieben, Platz 1, Bestsellerliste, alles, das Licht in uns, Halt finden in unsicheren Zeiten? Also Angela Merkel schreibt sowas nicht. Schreibt sowas nicht? Nee. Dann hatten wir noch Kate Middleton, Michelle Obama und Alice Schwarzer. Wer schreibt denn sowas? Wer könnte sowas schreiben? Ich glaube auch, Kate Middleton würde kein Buch schreiben jetzt in dem Moment. Die haben gerade Probleme mit Netflix. Gut, dann haben wir noch Michelle Obama und Alice Schwarzer. Ja, Alice Schwarzer ist gerade 80 geworden, die hat vielleicht auch andere Sachen. Ja, gut. Ja, kann sein, dass man andere Sachen zu tun hat, Geburtstag feiern zum Beispiel. Ja, genau. Dann wäre Michelle Obama die Letzte in der Auswahl. Ja. Nehmen wir die. Dann nehmt ihr die. Es ist Michelle Obama, tatsächlich, das ist korrekt. Kannst du uns was zu dem Buch sagen? Ist es empfehlenswert? Ist es dein Buchtipp des Jahres? Hier ist das Mikrofon. Ich habe das Buch nicht gelesen, ich weiß nichts über dieses Buch. Ich finde den Titel aber auch nicht so toll und jetzt, als wir darüber gesprochen haben, ist mir mal aufgefallen, dass ich mal gucken müsste, wie das im Original heißt. Aber ich finde, das ist irgendwie ein bisschen schwülstig. Ich finde es ein bisschen esoterisch auch. Ja, aber ich habe gehört, das Buch soll wirklich ganz cool sein und es soll halt tatsächlich so Tipps geben, gerade jetzt auch durch die Corona-Zeit und wenn man halt wirklich irgendwie mies drauf ist, wie man sich dann sozusagen so ein bisschen selbst irgendwie coachen kann. Soll tatsächlich irgendwie ganz toll geschrieben sein, aber ich habe auch keine Ahnung. Bitteschön, weiter geht's. Nächste Runde. Wir können um 4 Bier spielen. Mit Film und TV. Okay, dann frage ich mal, was war der letzte Film, den du gesehen hast? Film weiß ich nicht, aber Wednesday habe ich letztens geguckt. Eine Serie. Ah ja, genau, stimmt. Ja, na klar. Doch, ist eine gute Serie. Wir sind aber bei einem tatsächlichen Film, keine Serie. Und zwar folgende Frage für euch. Wer spielt den durchgeknallten Stuntman Mike im Film Death Proof, dessen Hobby es ist, Frauen mit seinem Auto zu verfolgen und mit diesem zu töten? Bei einer 4-köpfigen Frauengruppe, bei der er es wieder versucht, wendet sich allerdings das Blatt und sie machen ihm den Chaos. Ist das A, Johnny Depp, B, Orlando Bloom, C, Harvey Keitel oder D, Kurt Russell? Also es ist ein Tarantino-Film. Das ist korrekt. Deswegen sind es die ersten beiden nicht, weil okay. Die letzten beiden immer mitspielen. Okay, Harvey Keitel oder Kurt Russell. Das immer wirklich stimmt. Also na, immer nicht, aber oft. Jedenfalls, Kurt Russell hat letztens mitgespielt bei Hateful Eight. Korrekt. Man erkennt ihn fast gar nicht, finde ich, in dem Film, aber er ist es. Und Harvey Keitel öfter mal, glaube ich. Ja, und was sagt Felix dazu? Ja, also man kann das leicht einschätzen, wie viel Ahnung. Ich habe mein letzter Film, den ich geguckt habe, war Stromberg, der Film. Ja. Dafür bist du ins Kino gegangen tatsächlich? Nein. Aber genau so sehr interessiere ich mich für Film und TV deshalb. Verstehe. Also, ich habe die Namen mal gehört, aber ich habe weder Bilder noch irgendwelche Ideen dazu. Dann würde ich sagen... Ich nehme Harvey Keitel. Du nimmst Harvey, Baby Blue. Mhm. Es ist
Kurt Russell. Schade. Leider an dieser Stelle falsch. Fieser Film übrigens, aber trotzdem, leider ist es der falsche. Und deswegen Applaus bitte für die beiden Kandidaten. Ihr habt es sehr sympathisch gemacht, aber leider wenig erfolgreich. Aber dafür kriegt ihr ein ganz, ganz tolles Buch, weil wir schon beim Thema Bücher sind. Und zwar passend zu unserem heutigen Thema Arztromane Doppelband. Könnt ihr euch teilen? Ja. Jeder einen. So, dann würde ich sagen, wir haben zwar schon einen Gewinner, aber einer ist zu wenig. Wir brauchen mindestens noch einen Gewinner. Und es bringt immer Glück, wenn man gezogen werden will, wenn man klatscht für Anne Gilzer. So ganz viele zusammen irgendwie. Keine Ahnung, ich zieh mal einen in der Mitte raus. Lena L. Lena, eine Frau mal, das ist doch sehr schön. So viele Männer auf der Bühne gehabt, aber Lena, bist du auch da? Ja, sie ist da. Also ein Applaus bitte für Lena. So, Bier gibt's auch wieder. Ich habe natürlich auch ein neues, kaltes Bier geholt. Lena, möchtest du ein Bier haben? Bitte schön, dann setz dich erstmal, schnapp dir das Mikrofon, mach's dir gemütlich und in der Zeit mache ich dir das Bier auf und du sagst mir bitte, wie alt bist du, was machst du beruflich? Ich bin 23 und ich studiere. Was studierst du denn? BWL. BWL. Hast du Hobbys, die dir hier weiterhelfen könnten? Film und TV, hättest du es gewusst mit Kurt Russell? Nee, tatsächlich nicht. Ich hätte es geraten, aber ja, Filme, ich lese relativ viel Daily Mail, deswegen amerikanischer Klatsch und Draht, aber... Okay. Dann wäre die Michelle Obama-Frage für dich easy gewesen, weil es wurde doch viel drüber geschrieben über das Buch, oder? Ja, aber hätte ich tatsächlich nicht gewusst, ne. Okay, alles klar. Wie auch immer, du hast es mal mitgebracht. Wer bist du? Jo, ich bin Benno, 22, mach eine Ausbildung zum Tischler. Zum Tischler, sehr schön. Handwerkliche Fragen haben wir hier selten, aber wir könnten auch sagen, gar nicht. Ja, aber trotzdem ist es ja schön, du hast du ein besonderes Hobby, wo du jetzt deiner Freundin weiterhelfen könntest? Ja, also sowas Technisches hätte mir jetzt schon gefallen. Ansonsten vielleicht Geografie. Geografie, sehr gut. Es gibt tatsächlich auch ein paar technische Fragen bei A bis Z, aber wie das immer so ist, du bist da so tief in der Materie drin, da ist es halt sozusagen, es übersteigt dann natürlich so ein Allgemeinwissen oder so, aber manchmal haben wir tatsächlich auch schon so Fragen gehabt. Bitte dreh am Rad, vielleicht schaffen wir es ja zu einer dieser welchen. Können wir Benno noch ein Bier geben? Das wäre fantastisch. Natürlich. Ich habe sogar schon hier hingestellt. Das ist das zweite Mal, dass ich es vergesse. Ich finde es gut, dass du mitdenkst. Benno, bitteschön. Musik. Hörst du gern Musik, Benno? Nee, nicht nein, so. Nein. Haben wir auch nicht oft. Also wir haben oft diese Sache so, ja, ich höre alles, ich höre Radio und so, aber so dieses so, oh nee, Musik, ich hasse Musik. Musik ist schlimm und überhaupt Kunst. Hörst du gern Musik? Ja, aber die Kategorie hat uns letztes Mal rausgehauen, also mal schauen. Mit welcher Frage? Der Sänger der Bloomingdales. Jetzt weiß ich, dass er Jochen heißt. Jetzt weißt du es endlich. Die heißen auch nicht Bloomingdales, sondern du meinst Blumfeld wahrscheinlich, oder? Oder so. Ja, genau. Bloomingdales jetzt ist ein Laden. Jetzt musst du nur noch den Namen von der Band merken, dann passt das auch. Jochen Distelmeier ist natürlich der Sänger der nicht Bloomingdales, sondern der Blumfeld-Band. Aber egal. Jetzt habe ich für euch etwas aus dem Bereich Deutschrap. Ja. Ja, toll, freue ich mich total. Am 8. Dezember veröffentlichte Sido sein 9. Studioalbum. Wie heißt es? Heißt es A, Peter? Heißt es B, Paul? Heißt es C, Jesus? Oder D, Christus? Nichts vorsagen, bitte. Ruhe, Publikum. Psst. Peter, Paul, Jesus oder Christus? Wie heißt sein am 8. Dezember veröffentlichtes 9. Studioalbum? Soll ich dir einen Tipp geben? Bitte. Ich bin für alle Tipps offen. Ja, es ist aber schwer, den Tipp zu geben, ne? Weil das verrät dann schon so viel. Also es ist so, dass er hat eine ganz persönliche Beziehung zu einem von diesen drei Namen, von diesen vier Namen. Ja. Dann müsste es ja fast Paul sein, weil ich meine, er heißt Paul mit Vornamen. Dann hätte er eine sehr persönliche Beziehung zu diesem Namen, ja, Paul, wenn ja, er halt einfach so heißt, ja. Willst du das nehmen? Ich würde, ja. Das hast du dir richtig hergeleitet. Er heißt Paul, deswegen ist es auch richtig. Es geht darum, wenn ich das richtig verfolgt habe, aber Anne, korrigiere mich bitte, dass er wieder mehr zu der eigentlichen Person zurück will, die er ist, nämlich nicht die Person Sido, die ja auch ein Stück weit eine Kunstperson ist, sondern zu der Real Person Paul Hartmut, übrigens würdig, so heißt er. Und deswegen hat er sein Album auch so genannt. Bitte schön, zweite Frage, zweiter Dreh. Geografie, da hatten wir doch gerade was. Benno, das ist deine Stunde jetzt, in der du glänzen kannst. Dein Erdkundelehrer wird zugucken und richtig
dem pocht das Herz. Wie viele deutsche Bundesländer haben, abgesehen von den drei Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg, keine Grenze zu einem deutschen Nachbarland? A, 1, B, 2, C, 3, D, 4. Ich wiederhole. Wie viele deutsche Bundesländer haben, abgesehen von den drei Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg, keine Grenze zu einem deutschen Nachbarland? Sind also sozusagen deutsche Binnenbundesländer. Kann man so sagen, oder? Ja, man muss es sich mal durchgehen. Ihr könnt es natürlich auch nacheinander aufzählen. Wenn ihr eins habt, sagt ihr es und dann gucken wir mal, wie viele es ergeben. Wie viele es werden am Ende. Ruhig ins Mikro. Also ziemlich sicher Thüringen. Eins. Ja, ziemlich sicher auch Hessen. Das ist wer zwei? Sachsen-Anhalt würde ich meinen. Dann hätten wir drei. Bisher sind wir bei Antwort C. Was? Eins, zwei, drei oder vier? Es war eins, zwei, drei oder vier. Eins, zwei oder drei. Kennt ihr das noch, diese Serie? Ob du falsch stehst oder nicht, sagt dir gleich das Licht, oder? Hieß es nicht so? Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Echt? Haben die das aber mal das geändert? Kann sein, dass das geändert wurde. Ja, krass, ja. Ich kenne das noch mit Michael Schanze. Michael Schanze, der auch gesungen hat. Aber mehr schlecht als recht, muss man da ehrlicherweise sagen. Ist aber immer noch ein ganz erfolgreicher Theaterschauspieler. Ist ein bisschen kräftiger geworden, kann man so sagen, aber ist ein richtig angesehener Theaterschauspieler, nach wie vor. Hätte ich gar nicht gedacht, weil für mich war es immer eher so eine Ulknudel, aber der macht richtig ernste Rollen. Also, kommt noch eins dazu oder bleiben wir bei C? Mir würde jetzt kein weiteres einfallen, ich bleibe jetzt bei drei, ja. Schon wieder richtig. Korrekt, aufgezählt. Alle drei Bundesländer benannt. Passt. Wir haben zwei korrekt beantwortete Fragen und deswegen bitte noch einmal drehen, dann hätten wir sogar schon vielleicht die Stufe 3 erreicht. Die freie Auswahl der weißen Felder, das ist natürlich ganz nett. Weihnachten, Geografie, Klatsch und Tratsch, Teekesselchen, Sport, Musik, Politik und Geschichte, ABZ, Film und TV der Literatur. Jetzt hattest du natürlich vorhin gesagt, Geografie wäre jetzt nicht so schlecht. Ihr könnt es auch tatsächlich jetzt wieder nehmen. Wenn man es selber erdreht, geht es nicht. Aber man kann natürlich jetzt, dadurch, dass es ja die freie Auswahl ist, könnte man auf Geografie gehen. Ihr könnt natürlich auch was anderes nehmen. Hast du dich schon für Klatsch und Tratsch hier so ein bisschen begeistert? Ich würde es mal mit Klatsch und Tratsch versuchen, wenn es kein deutsches Reality-TV ist. Aber wir werden es sehen. Das wissen wir natürlich nicht. Nee, aber deutsches Reality-TV ist einer deutschen Quizshow bei Klatsch und Tratsch natürlich nicht total unwahrscheinlich. Das muss man auch dazu sagen. Na, wir schauen mal. Okay, lass uns mal gucken, was wir bei Klatsch und Tratsch haben. Dann nehme ich diese Frage hier. Es ist nichts, was direkt so in Deutschland spielt, aber auch nicht in Amerika. Du hattest ja gesagt, das wäre halt eigentlich das, was dir am besten liegen würde. Wir gehen mit unserer Frage nach Schweden. Königin Silvia von Schweden wurde in Heidelberg geboren, da kommt auch der Link nach Deutschland, ist ausgebildete Dolmetscherin und beherrscht Deutsch, Schwedisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Englisch und die schwedische Gebärdensprache. Wo lernte sie ihren späteren Mann, König Karl Gustav XVI., Anfang der 70er Jahre kennen? Was hat das mit dem Anfang der Frage zu tun? Ich wollte halt ein paar interessante Fakten über die Frage. Verstehe, ja, okay. Alles klar, ja. So, also. Ryder heißt jetzt Twix. Und außerdem wollen wir wissen, wo lernte sie ihren späteren Mann, König Karl Gustav XVI. Kennen? Es war Anfang der 70er Jahre, steht hier, und ich habe eine Auswahl. A. Ja, okay, hier steht zweimal A, aber jetzt verstehe ich es auch. A. Wetten, das Aufzeichnung in Basel. B. Olympische Sommerspiele in München. C. Miss Swedish Bikini Team Contest in Stockholm. Oder ja. D. Oktoberfest. In welchem Jahr? Ich wiederhole hier nochmal. Wo lernte sie ihren späteren Mann, König Karl Gustav XVI., Anfang der 70er Jahre kennen? Wiederhole. Wetten, das Aufzeichnung in Basel, Olympische Sommerspiele in München, Miss Swedish Bikini Team Contest in Stockholm. Schönes Wort aus vier verschiedenen Wörtern. Swedish Bikini Team Contest. Also ja, ich finde auch, der Bikini Contest klingt sehr vielversprechend. Ich bin mir sicher, die Lady hatte einen Killer-Body, aber also ich hätte jetzt fast versucht, das zeitlich einzuordnen. Ja, finde ich gut. Gute Idee. Ja, und dann wäre ich bei Olympia gewesen. Das klingt für mich auch irgendwie schön. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Olympia Anfang der 70er war.
Also wir reden hier von den Olympischen Sommerspielen in München. Das wird ja hier ganz doll konkretisiert nochmal. Olympische Sommerspiele in München. Wir haben es neulich gegoogelt für irgendwas, aber ich habe es mir leider nicht gemerkt. 72 hätte ich jetzt gesagt, aber ich bin mir nicht sicher. Same. Dann wäre das Anfang der 70er Jahre. Das würde dann matchen. Ich wäre auch bei 72. Versuchen wir es damit. Nehmen wir die Olympischen Sommerspiele? Ja. In München. Wetten, das ist hier die erste Auswahlmöglichkeit, die Aufzeichnung in Basel. Wetten, das gibt es erst seit 1981, das kann es also gar nicht sein. Miss Swedish Bikini Team Contest, den kann es nicht geben, oder? Es gibt vielleicht einen Miss Swedish Bikini Contest, aber noch einen Miss Swedish Bikini Team Contest. Aber gibt es nicht das schwedische Bikini Team? Nein, das gibt es nicht. Dachte, das gibt's. Also erstmal ist es da sehr kalt, Bikini kommt nicht in Frage. Und zweitens, also ein Bikini-Team, ich werde das auf jeden Fall googeln, das ist mal klar. Also das ist auf jeden Fall ausgedacht. Oktoberfest könnte natürlich immer sein, auch Anfang der 70er Jahre. Aber ihr habt recht, es sind die Olympischen Sommerspiele in München. Natürlich 1972. Total in Erinnerung und bekannt und natürlich auch permanent wieder in Wiederholung bei irgendwelchen History-Sendungen und so durch die furchtbaren Attentate, die auch passiert sind. Deswegen ist 72 hier vollkommen korrekt. Danach hat man dann die GSG neu gegründet, um sowas in Zukunft zu verhindern. Jetzt erklärt sich vielleicht auch noch so ein bisschen, warum ich diese ganzen Sprachen da aufgeführt habe, weil sie nämlich, also Silvia war halt oder ist ja auch immer noch Dolmetscherin, aber sie war dort halt Hostess bei den Olympischen Sommerspielen. Und sie konnte die ganzen Sprachen also da schon sozusagen. Genau. Okay. Und hat dann natürlich da, konnte jedem weiterhelfen, praktisch jedem, weil jeder spricht eine von den 900 Sprachen, die sie spricht. Ja, genau. Stark. Ja, also da würde ich auch gerne sprechen, bin ich ganz ehrlich. Weiter geht's, wir können um 4 Bier spielen. Da gibt's schon mal einen Burger, sehr gut. Natürlich wieder bei Big Burger Star am Südplatz, bitteschön. Der gehört dir, ist dir nicht mehr zu nehmen. Ja, dann würde ich sagen, dreh doch direkt nochmal. Ein zarter Dreh auf Musik. Zum Glück nicht Biroletz, sei bloß froh, weil das immer fies ist. So, ja, gucken wir doch mal, was wir in der nächsten Musikfrage hier für euch bereitet haben. Vorhin hatten wir es mit Sido und Deutschrap zu tun. Dir war total klar, wie er wirklich heißt, mit bürgerlichem Namen. Das ist schon mal sehr hilfreich. Mal gucken, wo wir jetzt sind. Wir sind bei einem großen Thema auch für Quizshows bei Musik und das ist der Eurovision Song Contest. Den Eurovision Song Contest des Jahres 2022 natürlich, gewann die ukrainische Band Kalush Orchestra. Da der 2023er ESC aufgrund des Krieges in der Ukraine dort nicht stattfinden kann, entschied die Europäische Rundfunkunion, dass das zweitplatzierte Land den Wettbewerb austragen soll. Also, wo wird das Spektakel im Mai 2023 also demnach stattfinden? Ist das A in Großbritannien, B in Polen, C in Deutschland oder D in Tschechien? Ich glaube, wir können Deutschland ausschließen. Das ist ziemlich clever, weil Deutschland landete nämlich auf welchem Platz? Wow, unter ferner Liefen, wie immer. Ich glaube, mal wieder Letzter, oder? Was ich eigentlich immer faszinierend finde, wie man es immer wieder schafft, nicht. Aber ich hätte gewusst, dass Deutschland der Schlechteste. Also, dann hätten wir also neben Deutschland noch Polen, Großbritannien und Tschechien hier auf den Zetteln. Was kommt dir da am plausibelsten vor? Benno, kannst du helfen? Nee, überhaupt nicht. Nein. Du hast hier wirklich einen ganz starken Partner an deine Seite geholt, muss man sagen. Es hieß doch nicht dasselbe Geschlecht, nicht dasselbe Alter, unterschiedliche berufliche, so haben wir alles abgedeckt. Ja, das passt. Naja, passt. Ja. Na, dann ist es halt jetzt dein Thema. Dann musst du jetzt den Eurovision Song Contest, der natürlich auch immer, sag mal, in die Klatsch- und Tratsch-Richtung schon auch immer reingeht, weil viele skurrile Leute da sind und so. Und das ist ja ganz klar. Weiß ich leider trotzdem nicht. Ich würde leider die kleine Bierjungfrau bemühen müssen. Die kleine Bierjungfrau. Gut, dann nehmen wir den Joker. Was hättest du denn gesagt? Großbritannien klingt für mich plausibel, aber wahrscheinlich ist es Polen. Es wäre Tschechien gewesen tatsächlich. Von daher passt es gar nicht. Ist hier aber schon wieder fett Tschechien. Es ist Großbritannien. Also wirklich, Anne, heute ein Ding nach dem anderen. Also scheinbar in Großbritannien war dann Sam Ryder, ist das wenigstens korrekt, mit Spaceman. Das ist offensichtlich der Zweitplatzierte gewesen. Ich habe ihn nicht mehr im Ohr, den Song, wenn ich ganz... Das war irgendwie ganz cool. Fand ich. Ja, so ein langhaariger Typ, ne? Mit Bart. Ja, ich glaube, der war so relativ ausgemergelt. So ein bisschen popartig, aber also ich fand es ganz cool. Okay. Wie auch immer, auf jeden Fall ist es natürlich Großbritannien, wie ich gleich gesagt habe. Wir spielen um 3 Bier nochmal, bitteschön. 2 Runden weiter. Krass.
Hatten wir heute noch gar nicht, sind wir wieder bei 4. Du kannst natürlich auch jederzeit aufhören zu spielen, aber bei 4 Bier, man dressiert jetzt noch nicht so viel, oder? Ja, würde jetzt für unsere Gruppe reichen, aber wir versuchen es noch einmal. Seid ihr eure Gruppe? Oder nee, wir haben noch eine. Noch eine Person, aber ja. Geht's ja nicht auf, ne? Ist auch doof. Ja, auch schlecht. Hat einer 2. Ja, ich. Ich leiste ja die Arbeit. Ja, klar. Also so viel hat Benno nicht beigetragen, bis jetzt, wenn man ehrlich ist. Von daher passt es ganz gut. Benno, möchtest du noch ein Bier haben? Deins ist ja praktisch alle. Dann trink mal und ich mach noch eins auf. Ja. Literatur. Was war das letzte Buch, was du gelesen hast? Ich habe zuletzt gelesen Kingdom of the Wicked. Ist das ein gutes Buch gewesen? Ja, war. Kannst du empfehlen? Kann ich empfehlen, das klingt ein bisschen nach Fantasy, wenn ich ehrlich bin. Ja. Es geht in die Richtung. Ja, okay, genau. Sehr gut. Dann gucken wir mal, was wir hier als Literaturfrage für dich haben. Es geht um ein Klassiker. Nämlich, wie heißt die Hauptfigur aus Thomas Manns Roman Der Zauberberg? Ein Mann, durch den die Leser die abgeschlossene Welt eines Lungensanatoriums in den Schweizer Bergen kennenlernen. Heißt diese Hauptfigur A. Jakob Fabian, B. Björn Engholm, C. Hans Kastrop oder D. Baron von Innstetten? Ja. Kastorp. Ich habe das R vergessen, weil man es ja auch praktisch nicht lesen kann aufgrund der fehlenden Tinte. Das war noch bevor ich die Patrone... Aber es ist hellgrau, ne, sagen wir mal. Wie auch immer. Kastorp ist natürlich hier der Name, den ich falsch ausgesprochen habe. Also ich kann dir auch noch einen kleinen Tipp geben vielleicht. Also diese Personen, die gibt es mehr oder weniger alle auch vielleicht in anderen Büchern oder so. Oder also, ne, es ist so ein bisschen so durcheinander gewürfelt. Hast du einen Namen, der dir so ein bisschen entgegenleuchtet gerade? Noch nicht, aber du kannst sie mir gerne mal, würdest du sie mir noch mal vorlesen? Jakob Fabian wäre A, B wäre Björn Engholm, C ist Hans Kastorp und D ist Baron von Innstetten oder Innstetten? Innstetten, ne? Ich stolpere hier nicht über den Spitzenstein, wie man so sagt. Meine Ma ist da. Sehr schön, sehr, sehr sympathischer Lachen, fand ich gut. Muss man direkt mitlachen. Benno, was ist mit dir los? Also mein Opa ist total begeistert von dem. Ja. Und der hat das alles gelesen, auch irgendwelche Biografien, aber es interessiert mich überhaupt nicht. Ja. Aber dein Opa sitzt jetzt vorm Fernseher und denkt sich, ich habe ihm das doch jede Nacht vorgelesen. Ah. Bis spät nach Mitternacht habe ich ihm das am Kindbett vorgelesen. Der Zauberberg. Also mir kommt das letzte, also dieser Innstetten. Baron von Innstetten. Irgendwie bekannt vor, aber... Irgendwie bekannt vor. Das ist wirklich eine vage Vermutung, also ich würde da... Ja, ich habe ja gesagt, die Charaktere, die existieren schon irgendwie alle, ob sie als literarische Vorlage sind oder wie auch immer, aber von daher ist das wirklich eine sehr vage Geschichte. Leider ist der Joker weg. Und deswegen, Lena, müsstest du zumindest schon mal eingrenzen jetzt. Ich bin gegen Björn. Du bist gegen Björn. Björn erscheint, ich glaube nicht, dass Thomas Mann den Björn genannt hätte. Dann nehmen wir den raus und wir hätten noch Jakob Fabian, Hans Kastorp und Baron von Innstetten. Ich finde Hans ganz gut. Aber jetzt, wenn du es schon falsch vorgelesen hast. Das hat aber nichts damit zu tun, weil ich kann auch sagen, also es liegt wirklich an der Tinte und ich kann auch sagen, dass ich das Buch selber nicht gelesen habe. Von daher lese ich auch nur einen Namen vor. Also ich. Ist nicht auf dem Cover sowas Schlossmäßiges drauf? Bin ich da gerade ganz falsch? Je nachdem, welche Ausgabe. Ist das überhaupt eine Frage? Ich glaube, früher, als solche Bücher rausgekommen sind, war da nicht wirklich eine riesen Cover-Illustration oder so generell, oder? Ich weiß es nicht. Aber es gibt aber sehr schöne Schmuckausgaben davon. Bestimmt. Ich wäre mal bei dem Baron und wenn es jetzt das Ende ist, dann ist es leider so. Also du bist bei Baron. Bin ich wieder schuld. Dann ist Benno schuld. Und vor allen Dingen, du brauchst deinen Opa dann Weihnachten nicht mehr zu besuchen, das ist auch klar. Der hat gar keinen Bock darauf. Nehmen wir es oder nehmen wir es nicht? Wir nehmen es. Also, du hast gesagt, Björn Engholm kann es nicht sein. Björn Engholm war tatsächlich der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein von 88 bis 93. Das war der mit dem Uwe-Barschel-Skandal, den nehmen wir also rauspasst.
Dann hätten wir zur Auswahl noch Jakob Fabian, den hattest du nicht in der engeren Auswahl. Der ist aus Fabian von Erich Kästner. Und dann hast du ein bisschen geschwankt zwischen Hans Castorp, den ich erst Castrop vorgelesen habe, und Baron von Innstetten. Beides sind tatsächlich literarische Figuren. Die eine Person ist allerdings aus Effi Briest von Theodor Fontane. Und da kommt es dir auf einmal wie Schuppen aus den Haaren. Denn es ist tatsächlich Baron von Innstetten, der bei Effi Briest ist. Und deswegen wäre die richtige Antwort Hans Castorp gewesen. Aber trotzdem bitte einen Riesenapplaus für Lena und ein bisschen auch für Benno. Eieiei, das war wirklich knapp. Ja, Bier gab es nicht zu gewinnen, Geld auch nicht, aber hier ist Knete für euch, bitteschön. Ach ja, und wir machen noch eine schnelle Quickrunde, bitte Applaus für Anne Gilzer. Wir haben nämlich kaum noch Zeit. Ansonsten bleibt es bei unserem einzigen Gewinner des heutigen Abends. Und wir haben hier Lina Deichhausen, kann das sein? Ja, so in der Art, du wirst schon kommen. Lina, komm zu uns, schnell. Bitte nimm Platz, Lina. Und da wir nur noch ungefähr 10 Minuten haben, nicht mal mehr, nur ganz schnell Alter und Beruf einmal bei dir. Ich bin 21 und ich studiere Grundschullehramt. Grundschullehramt, das heißt, da ist man doch eigentlich so, hat man so eine Grundbildung doch wahrscheinlich dann auch so, was sämtliche Fächer angeht, oder? Ja, schon relativ viele, ja. Ist eigentlich nicht so schlecht, finde ich eigentlich ganz gut. Wen hast du mitgebracht? Wie heißt du denn? Ich bin Jonas, 23 und Rechtsreferendar. Das ist ja sehr schön. Da möchtest du vielleicht auch mal Richter werden, wie der andere Kandidat vorhin? Schauen wir mal. Erstmal wird sich noch nicht festlegen. Weitere Fragen machen wir jetzt gar nicht, weil wir brauchen die Zeit für euer Spiel. Da würde ich sagen, dreh direkt und dann, das ist doch mal ein beherzter Dreh auf zwei Runden weiter. So läuft's einfach. Es gibt Film und TV. Das Bier läuft aus. Ja, es geht gerade noch. Aber ich habe wirklich hier, wir haben ein Publikum, was so gut aufpasst, da kann eigentlich wirklich nichts schiefgehen. Film und TV, eure erste Quizfrage. Sie lautet, wie heißt die Ratte, die im Pixar-Film Ratatouille dem zuerst unfähigen Küchenjungen Linguini beim Kochen hilft und später zusammen mit ihm und der Köchin Colette das Restaurant La Ratatouille eröffnet? Heißt diese Ratte A. Raphael, bitte nichts vorsagen, B. Remy, C. Maurice oder D. Woody? B. Das ist korrekt. Remy. Das ist völlig in Ordnung. Remy. Und das ist Weihnachten und deswegen haben wir nochmal einen Jingle. Weihnachtliche Musik. Wen spielt Colin Firth im Weihnachtsklassiker Tatsächlich Liebe? Ist das A. ein frisch gewählter Premierminister, B. ein Schriftsteller, der Weihnachten in Südfrankreich verbringt, C. ein schüchternes Lichtdubel für einen Pornodreh oder D. ein Sänger, der eine neue Weihnachtssingle aufnimmt. Hast du den Film gesehen? Tatsächlich nie. Tatsächlich Liebe? Tatsächlich aber nie, okay. Also ich schwanke eher dann zwischen B und D. Ja, ich wollte dir nur noch als kleinen Tipp mitgeben, diese Charaktere gibt es in dem Film halt alle. Wir wollen halt vor allen Dingen jetzt natürlich deswegen wissen, wen spielt Colin Firth? Also es ist so ein episodenhafter Film, der so aus verschiedenen kleinen Geschichten zusammengestückelt ist und deswegen gibt es diese Charaktere tatsächlich alle. Aber damit wollte ich dich jetzt nicht weiter durcheinander bringen. Du hast gesagt, du schwankst zwischen B und C? B und D. B und D. B also, wäre Schriftsteller, der Weihnachten genau. In Südfrankreich verbringt. D, ein Sänger, der eine neue Weihnachtssingle. Also das klingt zumindest nach einer guten Hauptfigur für einen Film. Also nach so einem klassischen Weihnachtsfilm und der findet dann Liebe und ach, keine Ahnung. Ja. Also weil so Lichtdubel für einen Porno, ich weiß nicht, ob das eine gute Grundlage für einen Liebesfilm ist. Immer. Ja. Die einen sagen so, die anderen sagen anders. Ja. Er da vorne sagt gleich immer, ja klar, auf jeden Fall, geile Figur. Also das ist im Auge des Betrachters. Ist ja auch eine Komödie, aber auch ein romantischer Film, stimmt schon. Also wenn du denkst, dass es vielleicht eher die romantische Ecke ist, dann nimm sie. Nimm die romantische Ecke. Was würdest du sagen? Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist auf dem Platz irgendwie immer so. Ich kenne den Film, ich habe den auch schon mal ausgeliehen, dann habe ich dieses DVD-Menü gesehen, habe ich es wieder zurückgebracht. Sehr geil, finde ich gut. Sieht das nach Südfrankreich aus? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein Cover mit so einem Bild und dann ist so irgendwas fett gedruckt und irgendwas nicht fett gedruckt. Und dann ist so wow, den hätte ich auch zurückgebracht, den Film. Das kann ja nur Mist sein, wenn da irgendwas fett gedruckt ist und irgendwas, was nicht fett gedruckt ist. Was ist das für ein Konzept, ey? Was machst du also?
Nehmen wir den Joker oder weiß oder Lina? Wollen wir den Joker nehmen? Aber du hast doch eigentlich schon, du hast doch eigentlich schon festgelegt. Ja, wenn du dich entschieden hast, dann los, komm. Du hast dich doch schon festgelegt. Ja, wenn du dich festgelegt hast, dann bleibt er mit. Überhaupt gar du hast gesagt, dass was, du hast dir überlegt, was ist die Basis für einen romantischen Film? Und darauf ja, okay, hast du also gesagt, ich könnte mir halt vorstellen, dass es so entweder, also ich glaube, wollen wir einen Schriftsteller nehmen? Gerne. Okay, dann nehmen wir den Schriftsteller. Ja, das ist auch richtig. Natürlich nimmst du den Schriftsteller. Ich empfehle trotzdem, den Film zu gucken. Er ist wirklich sehr, sehr witzig. Also bitte noch einmal drehen. Am liebsten habe ich natürlich den Sänger, der noch meine Single machen will. Zwei Runden weiter. Da sind wir bei 10. Ja, Lina, da kann man ja schon fast überlegen. Also ich würde nur mal ganz kurz, wir haben noch genug Zeit. Also du kannst natürlich jetzt weiter drehen, weil mit 2 Schritten wärst du zumindest in einem Stechen und wärst unter Umständen im Finale. Oder du sagst dir, weißt du was, die 10 Bier nehme ich jetzt einfach mal mit. Ist natürlich die Frage jetzt, wie viel Bock hast du auf Bier? Ja, wir nehmen weiter. Also im schlimmsten Fall haben wir ja noch einen Joker. Genau, damit könnt ihr aber nicht aufhören. Aber ihr, wir haben noch einen Joker, das stimmt. Dann aber bitte schön, es gibt ja auch noch ein gutes, unmoralisches Angebot, oder? Ja, es gibt noch die 25. Ja. Korrekt. Gut aufgepasst. Eine Runde weiter, das gibt's ja nicht! Ich hab's ja gesagt, man darf nicht zweimal hintereinander die gleiche Rubrik drehen, aber wenn man natürlich immer zwischen eine Runde weiter und 2 Runden weiter schwankt, dann wäre man ganz schnell oben. Ja, ja. Noch eine Rubrik, also es hat sich ja nichts geändert, oder? An der Tatsache, dass ihr immer noch einen Joker habt, etc. Dann würde ich auch sagen, dann dreht er nochmal. Ich bin um 20 Bier. A bis Z. A bis Z. Könnte ich noch ein Bier? Ja. Könnte ich noch ein Bier haben? Auch eine Strategie hatten wir auch schon häufiger hier. Einfach so viel saufen wie möglich auf der Bühne. Das kann einem wirklich keiner mehr wegnehmen. Wir pumpen hier niemanden den Magen aus oder so. Bitteschön. Dankeschön. Es schmeckt halt auch. Also nochmal absolute Ruhe im Publikum. Wir machen hier jetzt hier eine 20-Bier-Frage, die natürlich auch für den Ronald sehr spannend ist, weil er möchte natürlich, dass ihn keiner davon dieser Position stößt. A bis Z. Am 16. Dezember platzte der Aquadom, das bis dahin größte zylindrische Aquarium der Welt, das in einer Hotellobby in Berlin-Mitte stand und 1 Million Liter Wasser sowie 1500 Fische enthielt. Zu welcher Gruppe gehört das Hotel, das den Aquadom beherbergte? Psst. Ist das A. Kempinski, B. Motel One, C. Radisson oder D. Hilton? Das müsste ein Radisson sein. Du sagst, das ist Radisson. Wir hatten uns eine Doku dazu angeguckt, als das Ding eingesetzt wurde. Ja, das ist gut. Das hat nicht dieses typische Blau von Motel One. Ja. Soweit, oder? Nee. Nee. Okay. Ich glaube, das könnten sich sowas auch nicht leisten. Die Assis. Ja, das hat irgendwie mehrere Millionen Euro gekostet. Das ist ja eine Investition. Ja, ist schon richtig, passt nicht hundertprozentig vielleicht, aber wie auch immer, ja. Das heißt, was war A? A wäre Kempinski gewesen. Also in Kempinski und in Hilton könnte es rein theoretisch reinpassen, aber ich glaube mich. Aber das war deine erste Intuition, bevor er die Option vorgelesen hat. Ja, ja. Aha. Deswegen. Nehmen wir das Radisson? Ich glaube, das gelesen zu haben. Okay, na dann nehmen wir das. Nehmen wir Radisson? Ja. Motel One ist tatsächlich nicht das Richtige. Hilton ist auch nicht das Richtige. Kempinski ist auch nicht das Richtige. Es ist korrekt. Radisson! Radisson. Super spannende Stufe jetzt. Es ist ja folgendermaßen, wenn du jetzt aufhörst, hast du 20 Bier und kommst in eine Schätzfragensituation. Wir werden nach dir keinen weiteren Kandidaten, keine Kandidatin mehr dran nehmen. Das bedeutet, ihr würdet dann beide, also Ronald und du, ihr würdet beide eine Schätzfrage kriegen. Wer am nächsten dran ist, kommt dann ins Finale und kann nochmal eine Kiste oben drauf gewinnen. Oder du sagst hier, ich habe hier immer noch den Joker und mach die Sache jetzt flott, fix, geh auf 30 hoch. Es kann natürlich schief gehen und du landest am Ende bei gar nichts. Musst du dich jetzt entscheiden. Die Frage ist auch, bei der Schätzfrage weiß man ja auch nie genau, was kommt da, ist das vielleicht was, was mir liegt oder irgendwas, wo ich gar nichts einschätzen kann. Es ist bei beiden Varianten natürlich ein gewisses Risiko. Wollen wir ganz reingehen? Du entscheidest das. Okay, dann spielen wir mal noch eine Runde. Und wenn okay, ich alles klar, sehr gut. Ja, sehr schön. Risikoreich. Los. Im Zweifelsfall, wenn es das jetzt nicht wird. Film und TV. Im Zweifelsfall, wenn ihr euch unsicher seid, könntet ihr natürlich noch den Joker ziehen. Dann seid ihr aber wieder bei 15 und damit aus dem Finale raus. Ihr müsst dann aber sowieso noch nach dem Joker eine Runde spielen und dann müsst ihr halt hoffen. Film und TV. Wir sind hier am Thema TV. Und ich möchte von euch Folgendes wissen, auch da wieder bitte nichts vorsagen.
Roland Schill, auch bekannt als Richter Gnadenlos, da er als Jurist besonders harte Urteile fällte, tritt seit 2014 vermehrt als Darsteller in verschiedenen Reality-Formaten in Erscheinung. Zuvor war er als Politiker aktiv. Und ich möchte von euch wissen, in welcher Stadt war er von 2001 bis 2003? Bürgermeister Frankfurt, Berlin, Hamburg. Ihr nehmt Hamburg, das ist korrekt. Stimmt. Sehr gut, sehr, sehr gut. Und jetzt hat auch der Wecker geklingelt, jetzt ist eure Zeit auch abgelaufen. Das heißt, ihr könnt gar keine andere Entscheidung mehr fällen. Du hast 30 Bier gewonnen und bist im Finale. Lina, großen Applaus. Stark. Ronald, leider hat es nicht gehalten. Du bleibst direkt bei mir, bitte, Lina. Du kriegst aber schon mal den Gutschein. Kannst natürlich auch irgendwie gerne noch deinem Kumpel geben oder deinem Freund geben, besser gesagt. Deinen Freund natürlich, Jonas. Und dann setz dich mal wieder hin. Dein Bier hast du noch. Und dann haben wir doch hier dann noch diesen Zettel, genau. Und diesen Umschlag, den gucke ich mir jetzt nochmal genauer an. Wir haben es nämlich jetzt zu tun mit genau diesem Thema gleich. Wir kommen jetzt zu unserem Grande Finale. Bevor ich aber gleich unseren Champion auf die Bühne hole, machen wir natürlich traditionellerweise immer noch eine Schätzfrage fürs Publikum. Denn ihr könnt nämlich nochmal was gewinnen jetzt an dieser Stelle. Und ich hoffe, dass ich jetzt auch richtig raushole. Ich nehme dir mal den ganzen Stapel. Ich fasse ein bisschen zusammen. Und zwar habe ich jetzt hier, also das ist jetzt hier ein bisschen, das ist jetzt noch gar nicht so viel geplündert worden, aber ich würde mal sagen, für die richtige Beantwortung der folgenden Frage gibt es jetzt einfach mal 5 Bier. 5 Bier, die auch schön kühl sind unten noch. Und wir haben eine Frage, die sich dafür geeignet hat, laut dir zumindest. Wer es zuerst richtig reinruft, wenn ich die Frage komplett zu Ende gestellt habe, kriegt diese 5 Flaschen Bier und danach gehen wir ins Finale. Nach welchem 1982 verstorbenen DEFA-Regisseur, die bekanntesten Filme sind wahrscheinlich Der geteilte Himmel und Solo Sunny, ist die Filmuniversität in Potsdam-Babelsberg seit 1985 benannt? Konrad Wolf. Das ist korrekt, Konrad Wolf. Sehr gut. Und da muss ich gar nicht weit schreiten, du kannst direkt hier nach vorne kommen und dir die Bier einfach wegnehmen. Konrad Wolf, so heißt auch die Universität. Damit haben wir das erreicht und jetzt bitte ich unseren Champion auf die Bühne. Antonia, bitte komm zu mir. Antonia. Bitte nimm kurz Platz. Und auch dir gebe ich erstmal natürlich ein Bier. Ein sehr, sehr spannendes Finale, glaube ich, was wir jetzt vor der Brust haben. Wir haben es mit dieser Staffel hier auf deiner Seite auf jeden Fall zu tun und mit der ersten von Grey's Anatomy. Wie oft hast du die Staffel gesehen? Schon öfter, aber es ist auch schon länger her. Ich habe sie jetzt natürlich nochmal geguckt. Aber nochmal komplett geguckt auch? Natürlich. Natürlich nochmal komplett geguckt. Hast du dir so Notizen gemacht und dir überlegt, was wir fragen könnten eventuell oder so? Nee, ich glaube, die Fragen sind eh viel zu speziell. Aber mal schauen. Wir werden sehen. Also ich meine, es sind halt nicht so viele Filme oder so viele Folgen. Deswegen ist natürlich irgendwie die Fragen wäre dann auch etwas höher, aber trotzdem würde ich sagen, es ist generell nicht so schlecht, wenn man sich so ein bisschen eingrenzt in seinem Thema, weil man dann einfach ein überschaubareres Wissensvolumen vor sich hat. Wir machen es jetzt folgendermaßen, ich hole mal kurz das Spielbier, denn ihr kriegt von mir natürlich jetzt nochmal obendrauf Bier, mit dem ihr zocken könnt, denn deine 30 Bier, Lina, die will natürlich niemand dir mehr wegnehmen. Ihr kriegt jetzt jeder von mir eine halbe Kiste, das sind 12 Flaschen Bier. Und ihr müsst jetzt gleich entscheiden, wie viele von diesen 12 Flaschen Bier ihr denn setzen wollt, für wie gut ihr euch haltet. Und für wie wahrscheinlich ihr es haltet, dass ihr von den 3 von mir gestellten Fragen gleich 2 richtig beantworten könnt. Aber bevor ihr setzt, möchte ich einmal von dir deine 3 Lieblingsrubriken von den weißen Feldern haben, außer Teekesselchen. Und die suchen wir jetzt erstmal aus, damit du auch besser einschätzen kannst, was du jetzt setzen möchtest. Ich glaube, ich bin in allem überhaupt nicht gut. Das finde ich nicht, denn du hast alles sehr, sehr gut beantwortet und dein Freund Jonas ist ein guter Junge, aber hat nicht super viel beigetragen. Von daher glaube ich, dass du da ganz schön viel weißt mit den 30 Bieren jetzt hier. Ja, dann sag doch mal, was könnte denn am besten laufen? Also ich kann mir vielleicht Weihnachten... Ja, nehmen wir Weihnachten, warum nicht? Klatsch und Tratsch, ich weiß, Klatsch ich kriege immer erstaunlich viel Promi-Flash auf Instagram vorgeschlagen. Ja, dafür also kann man ja gar nichts, genau. Man will das eigentlich gar nicht. Immer noch Sport, Musik, Politik, Geschichte, A bis Z ist immer so ein bisschen so ein großes Fragezeichen. Film und TV, Literatur, Geografie, das hattest du schon. Das wär's. Eine brauchen wir noch. Klatsch und Tratsch haben wir jetzt und Weihnachten. Musik? Musik kannst nehmen wir mal Musik. Ja. Nehmen wir mal Musik. Hättest du vorhin die Fragen, die bisher kamen, hättest du sie beantworten können? Also
die Sido-Frage tatsächlich nur, weil eine Kommilitonin mich neulich eine Stunde lang damit belabert hat. Okay. Und freiwillig. Sehr gut. Ja, manchmal hilft das ja auch. Ja, aber also dadurch ja, aber nee. Willst du nochmal zusammenfassen? Ja, ich frage nochmal zur Sicherheit nach. Also Weihnachten, Klatsch und Tratsch und Musik. Ja. Richtig. Und jetzt machen wir aber erstmal, bevor wir dann auch ins Detail gehen, machen wir erstmal eure Setzrunde quasi. Also es geht darum, dass ihr zwei von den drei Fragen richtig beantworten müsst und dann würde das, was ihr gesetzt habt, noch auf die halbe Kiste dazu addiert werden. Das heißt, wenn ihr jetzt 5 Bier setzt und ihr habt dann irgendwie die Fragen richtig beantwortet, dann würden aus den 12 17 werden. Am Ende bekommt das Bier aber nur diejenige von euch, die halt besser ist als die andere. Und die ist dann auch neuer oder neuer und alter Champion. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie eher vorsichtig setzt, setzt ihr eher eine kleinere Zahl Bier ein und wenn ihr maximal setzen wollt, dann wären es 12 Bier. Ihr könnt aber auch 0 setzen, wenn ihr euch sozusagen ganz wenig zutraut. Wie auch immer ihr es macht, jetzt kommst du bitte vielleicht einmal, Antonia, einmal hier ganz kurz zur Assistentin, machst das direkt hier und du bleibst einfach, wo du bist, Lina, und machst das da, so ein bisschen verdeckt, dass wir das nicht sehen können. Und ihr tragt einfach eine Zahl zwischen 0 und 12 ein, dann faltet ihr das zusammen und wir geben diese Zettel dann der reizenden Assistentin. Liebe Anne, du bewahrst sie natürlich auf wie dein Augapfel und du kannst noch mal ganz kurz runtergehen, Antonia, wir kommen dann gleich später zu dir. So haben wir jetzt erstmal die Bühne nur für die Lina. Gibst du mir ruhig den Stift? Ja, kein Problem, du bist ein bisschen aufgeregt, aber das ist ganz normal, denn hier geht es schließlich um dein Leben. Ja, so kann man es schon formulieren. Ja, quasi, also... Ich werde dir die drei Fragen erstmal hintereinander weg vorlesen und dann kannst du dich ganz in Ruhe entscheiden, welche du beantworten möchtest und welche du vor allem zuerst beantworten möchtest. Bist du bereit? Muss ja, oder? Muss ja, genau. Masterfrage Weihnachten. Aus welchem Evangelium stammt die Weihnachtsgeschichte, die traditionell im christlichen Weihnachtsgottesdienst vorgelesen wird? Darf ich da ganz kurz intervenieren? Ja. Ich habe mich vorhin dazu nochmal belesen und der Kommentar von meinem Freund war, ist ja hier eine super religiöse Sendung. Ja. 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 Also Lukas, ja. Ja, das können wir gleich nochmal machen. Ich mache erstmal alle kurz hintereinander weg. Masterfrage Klatsch und Tratsch. Seit dem Tod von Königin Elisabeth II. Im September 22. ist die seit Januar 1972 regierende Königin von Dänemark das weltweit dienstälteste amtierende weibliche Staatsoberhaupt. Ich möchte von dir wissen, wie sie heißt, aber bevor du mir das sagst, darf ich noch einmal ganz kurz sagen, was die Masterfrage Musik ist. Die lautet nämlich, an welchem Wochentag kann die Frau aus dem Hit Die da, der Fantastischen Vier, die sich sowohl mit Smudo als auch mit Thomas D. eingelassen hat, laut Text nicht. So, und jetzt kommen wir wieder von vorne. Zu der ersten Frage. Okay, also aus welchem Evangelium? Lukas. Lukas, das logge ich erstmal also, ein. Da bin ich mir auch sicher. Und jetzt kommen wir zur zweiten Klatsch und Tratsch. Wer ist das weltweit dienstälteste amtierende weibliche Staatsoberhaupt? Das ist die regierende Königin von Dänemark. Wie heißt sie? Bin mir nicht sicher. Aber Beatrice? Du musst mir sagen, ob ich es eintrage. Ich sag's einfach. Ja, also, Beatrice. Meine Güte. Und die letzte Frage ist eben Musik. An welchem Wochentag kann die Frau aus dem Hit Dida, der Fantastischen Vier, die sich sowohl mit Smudo als auch mit Thomas D. eingelassen hat, nämlich nicht? Also, es ist ein doch etwas länger zurückliegender erster Deutsch-Hip-Hop-Hit gewesen. Der heißt Dida. Und es gibt einen Wochentag, an dem sie nicht kann. Und... du kannst es auch laut vorrappen, wenn es dir dann leichter fällt, die Frage zu beantworten. Ich habe leider nur dieses, das ist die da im Ohr. Das ist die da, genau. Aber der Part bringt mir ja jetzt überhaupt nichts. Aber danach kommt es ja gleich. Aber ja, aber ja. Die gute Nachricht ist, dass es eine 1-7 Chance gibt, dass du es einfach richtig... Das ist aber auch die schlechte, wäre es eine Frage nach dem Wochenendtag oder so. Ne? Aber was willst du noch? Es ist die Masterrunde. Die Antwort? Du bist die Beste des heutigen Tages. Du bist besser als alle anderen, die hier auf der Bühne waren zumindest. Und deswegen ist das für dich jetzt einfach mal Next Level. Ich schwanke gerade zwischen Dienstag oder Mittwoch und ich weiß nicht, woher es kommt. Ja? Ich schwanke zwischen Dienstag und Mittwoch. Und? Die da, Dienstag. Ja, komm, die da, das wäre ein sehr banaler Reim. Es klingt sehr falsch. Es tut mir leid für alle, die da jetzt Fans sind und die ich hier sehr beleidige. Alles gut. Damit sind wir erstmal, damit hast du das erstmal eingeloggt und wir schauen mal, wie die Antworten sind. Also das Evangelium, in dem die Weihnachtsgeschichte ist, sagst du gleich als extrem religiöse Person, das muss das Lukas-Evangelium sein. Das ist richtig, selbstverständlich.
Seit dem Tod von Königin Elisabeth II. Gibt es in Dänemark die Königin, die am längsten regiert. Und du hast gesagt, sie heißt Beatrice. Sie heißt Margarete. Die Zweite ist es auch, aber das hätte ich nicht gewollt, sondern nur Margarete. Beatrice ist das Niederlande? Das ist, glaube ich, Niederlande, ja. Und dann geht es natürlich um den Wochentag, an dem die Frau da jetzt irgendwie nicht kann. Du sagst, Dienstag und Dida ist ein super Reim. Wir müssen noch mal klären, was Reime sind, aber... Ich würde natürlich jetzt wieder bitten, Anne, musst du singend auflösen, oder? Na, der Anfang ist, ja, hallo Thomas, hallo, alles klar, klar, es ist schon wieder Freitag, es ist wieder diese Bar. Und ich. Freitag ist es also leider, von daher, der Dienstag stimmt nicht, trotzdem großen Applaus für Lina. Hast dich gut geschlagen. Lina, noch ist nichts verloren. Ich bitte dich jetzt trotzdem einmal ganz kurz runter auf deinen Platz, kannst dich mal kurz erholen. Und wir wollen mal schauen, wie es jetzt die Champion, der Champion macht. Der weibliche Champion macht, und zwar nochmal großen Applaus für Antonia, bitte. Komm zu uns. So, Antonia. Du hast also früher diese Serie regelrecht verschlungen und jetzt noch einmal alles aufgefrischt, indem du sie nochmal geschaut hast. Das habe ich jetzt richtig verstanden. Staffel 1. Staffel 1. Staffel 2 hast du dann gar nicht gesehen. Doch, ich habe alle Staffeln mal gesehen, aber nur Staffel 1 aufgefrischt. Tatsächlich. Also das heißt, du hast es aber damals komplett, als es kam, halt, hast du es immer geguckt. Ja. Okay, dann bin ich ja sehr gespannt, ob du mit den Fragen was anfangen kannst. Ich habe hier einen versiegelten Umschlag, den ich jetzt, dieses Siegel werde ich jetzt brechen. Also ich mache den Umschlag auf. Und jetzt gucke ich mal hier in die Fragen rein. Meistens neigt die reizende Assistentin dazu, die Masterfragen bei dem Spezialthema etwas auszuweiten. Ich nehme an, das ist auch diesmal wieder so. Wir fangen mal mit der ersten Masterfrage 1 an. Grey's Anatomy Staffel 1. In der ersten Folge müssen die neuen Assistenzärzte am Seattle Grey's Hospital sofort eine 48-Stunden-Schicht ableisten und werden ihrer Chefin Dr. Miranda Bailey zugeteilt, die ein strenges Regiment führt und ihren Schützlingen ihre 5 Regeln vorträgt, die sie auswendig lernen soll. Ich möchte an der Stelle erstmal von dir wissen, wie lautet Regel Nummer 1? Zweite Frage. In Folge 4 möchte sich ein Patient, bei dem eine Prostata-Biopsie gemacht werden soll, nicht von Dr. Izzy Stevens operieren lassen, da er sie von Unterwäschewerbung wiedererkennt, mit der sie sich ihr Medizinstudium finanziert hat. Zu allem Überfluss hängt ihr ziemlich unsympathischer Kollege Dr. Alex Karev überall im Krankenhaus Plakate mit dieser Werbung auf, um Izzy bloßzustellen. Diese lässt sich davon aber nicht beeindrucken und sagt ihm gehörig die Meinung. Wie heißt die Unterwäschemarke, für die sie gemodelt hat? Das ist eine sehr schöne Frage. Und Frage 3. In Folge 7 wird ein Mann eingeliefert, der die Autoschlüssel seiner Frau verschluckt hat, damit diese nicht wegfahren kann. Wer hat das nicht schon mal gemacht? Er hält das für witzig, während seine Freundin alles andere als begeistert von dem Vorfall ist. Und daraus ergibt sich natürlich die folgende Frage, wohin wollten sie eigentlich fahren? Ja, ich sehe in ein Gesicht, was spannende Antworten, glaube ich, parat hat. Wie ist denn die erste Regel von Dr. Miranda Bailey, die sie ihren Schützlingen direkt in Folge 1 der ersten Staffel auch mal richtig beibringt? Also, ich weiß 2-3 Regeln. Stark. Ich weiß nicht die erste. Also irgendwie eine Regel ist... Wenn ich schlafe, weckt mich nur, wenn der Patient schon fast tot ist. Aber ich glaube, das ist nicht die erste. Okay. Die erste. Oder wollen wir erstmal eine andere Frage machen? Ja, die zweite könnte ich tatsächlich beantworten. Okay, dann stellen wir die mal kurz zurück. Und wir gehen auf Frage 2. Es geht um den Mann, der eine Prostata-Biopsie gemacht haben möchte, aber nicht von der Ärztin, die als Unterwäschemodel mal gearbeitet hat, was irgendwie auch eine schräge Nummer ist, aber wie auch immer, irgendwie ein anderer Dude, der halt hässlich ist, der hängt halt diese Plakate mit der Werbung auf. Und ich möchte natürlich wissen, wie die Unterwäschemarke heißt. Also ich höre hier so einen Unterton in Bezug auf diese Serie. Wenn man es noch nie gesehen hat, so wie ich, dann wird es erstmal relativ simpel, so, aber ja, ich kann mich da auch täuschen. Also die Marke heißt Bethany Whisper. Okay.
Dann ist das eingeloggt und wir gehen auf Frage 3. In Folge 7 wird ein Mann eingeliefert, der die Autoschlüssel seiner Frau verschluckt hat, damit diese nicht wegfahren kann. Er hält das für witzig, während seine Freundin alles andere als begeistert von dem Vorfall ist. Wohin wollten sie denn eigentlich fahren? Folge 7. Also in meiner Erinnerung wollte sie ihn eigentlich in diesem Moment verlassen und deswegen hat er die Schlüssel verschluckt. Aber es gibt tatsächlich ein Ziel, so viel kann ich sagen, wohin sie eigentlich wollten. Also, oder nur sie wollte dahin, sie. Das ist auch in Ordnung. Aber auf jeden Fall gibt es ein wirklich echtes Ziel und nicht nur das Ziel, ihn zu verlassen oder so, sondern es gibt schon ein auf der Landkarte zu findendes Ziel. Okay, also eine Stadt oder ähnliches. Findet man auf einer Landkarte auf jeden Fall. Also, das grenzt es ein, ich sag einfach mal. Es könnte auch ein Fluss sein oder ein Berg, nur mal so, aber es könnte auch eine Stadt sein. Ich sag mal New York. New York. So, damit sind wir wieder bei Frage 1. Was ist denn diese erste Regel von Miranda Bailey? Du hast gesagt, das ist eine, auf jeden Fall hast du an die hast du dich erinnert, die ist aber nicht so richtig plausibel als erste Regel. Die letzte Regel ist, wenn ich renne, rennt ihr auch mit, sozusagen. die erste Regel. Mal ganz kurz überlegen. Mhm. Ja, ist jetzt aber auch langweilig, wenn ich so lange überlege. Ich wollte es nicht sagen. Ja. Einer muss doch sagen, was alle denken. Ich sag einfach mal, fünf Sekunden gebe ich dir noch. Ja. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Jetzt. Wenn ich rede, schreibt ihr mit. Und wir kommen zur Auflösung. Ja, diese gute Ärztin sagt als erste Regel, du sagst, wenn ich rede, schreibt ihr mit, aber ihre allererste Regel ist, und die passt vielleicht auch so ein bisschen ganz gut so zu dem Begrüßungs- und wir lernen uns erstmal noch kennen, ihr braucht euch nicht einzuschleimen, in Klammern, ich hasse euch jetzt schon. Was erstmal eine sehr sympathische Chefin ist. Aber ihr braucht euch nicht einzuschleimen, ich hasse euch jetzt schon. Das wäre ihre Regel Nummer 1 gewesen. Da sind wir schon mal bei der falschen. Aber du hast gesagt, du weißt, wie die Unterwäschemarke heißt, von der die eine Person da und so gehänselt wird, weil sie in ihrem Studium dafür gemodelt hat. Und du sagst, das ist Bethany Whispers und das ist korrekt. Und damit kommt also alles auf Frage 3 an. Du hast nicht mehr sicher gewusst, wohin denn die Frau eigentlich fahren wollte, dessen Mann ihren Autoschlüssel verschluckt hat, damit sie eben nicht wegfahren kann. Aber sie wollte eigentlich, sagst du, nach New York fahren. Und eigentlich wollte sie nach Portland fahren. Und deswegen ist das für uns eigentlich eine ganz schöne, weil spannende Situation. Beide haben ihre Aufgabe nicht gelöst. Und deswegen bitte ich jetzt einmal bitte noch die Lina zu mir. Natürlich nochmal unter euren tosenden Applaus. Ja, das bedeutet, sowohl Lina auch als Antonia haben ihre Aufgabe nicht gelöst und es bedeutet, wer weniger gesetzt hat als die andere, ist jetzt neuer Champion, weil dadurch wird weniger abgezogen, es ist immer noch mehr in der Kiste übrig und dadurch ist die Zahl dann höher. Und ich guck mal, was die beiden auch gesetzt haben. Das ist Lina. Das ist Antonia. Antonia hat 4 von den 12 Bier gesetzt und damit bleiben noch 8 in der Kiste über. Und Lina hat 3 Bier gesetzt und damit bleiben 9 in der Kiste über. Und damit ist auch klar, unser neuer Champion heißt Lina! Voll verhungert, ey! Das ist ja, wer billig kauft, kauft zweimal. Aber ich mach das einfach nochmal. Das wird aber trotzdem natürlich nicht rausgeschnitten. Unser neuer Champion ist Lina! Ja.
Antonia, trotzdem vielen Dank natürlich fürs Mitspielen. Vielen Dank, dass du uns nochmal diese fantastische Krankenhausserie etwas näher gebracht hast. Wir hatten sie ja schon fast vergessen, aber jetzt möchten wir sie natürlich alle nochmal sehen. Lina, bei dir ist es ja nicht nur so, dass du jetzt 9 Bier gewonnen hast, kannst du dir gleich wieder mitnehmen oder kriegst du als Gutschein, sondern es stellt sich natürlich für mich die große Frage, am 23.01. möchte ich dich natürlich super gerne und wir alle hier auf der Bühne wiedersehen, damit du deinen Titel verteidigen kannst. Hast du Zeit? Ich muss es wohl einrichten. Ja, du musst es auf jeden Fall einrichten. Hättest du ganz spontan schon eine Idee, was vielleicht dein Masterthema sein könnte, die Sache, mit der du dich am allerbesten auskennst auf der Welt? Nein. Also ich kenne vieles und vieles sehr wenig. Ja, okay. Aber von daher. Aber es gibt nicht eine so eine Nerd-Sache, mit der du dich seit 20 Jahren beschäftigst und sagst, da weiß ich wirklich. Also ich glaube, als ich eins war, habe ich mich sehr viel mit Windeln oder so beschäftigt. Also könnte sein. Ich glaube nicht, dass es ein gutes Master ist. Aber dir fällt jetzt also spontan nichts ein. Es ist aber nicht so schlimm, weil wir können das auch noch in Ruhe. Du kannst ja wirklich ein paar Tage Zeit lassen, solange wir noch genug Zeit haben, um dann auch entsprechende Fragen zu generieren. Es gab wirklich schon die kuriosesten Themen hier auf der Bühne. Es gab auch schon das Thema zum Beispiel ich selber. Also die Person hat gesagt, ich bin halt das Masterthema. Ich weiß am allermeisten über mich. Das funktioniert nicht, das sage ich euch jetzt schon. Ich habe ein sehr schönes Gespräch mit der Mutter von dem Typen geführt. Also, meine Mutter ist eine nette Person, aber... Das ist sehr schön. Also, ich sage euch, ihr wisst nicht alles über euch. Niemand weiß alles über sich. Da waren wirklich ein paar sehr schöne Fragen dabei. Zum Beispiel, die wir gar nicht gestellt haben, ist, wie viel Bargeld hast du aktuell auf den Cent genau dabei? Das weiß auch kaum jemand, aber die haben wir nicht mal gestellt, die Frage. Ich glaube, er ist dann daran gescheitert, wie viele positive eBay-Bewertungen er hat. Wusste er nicht. Aber wie auch immer, mit anderen Worten, das ist wirklich ein weit gefächertes Thema. Sehr viele Leute nehmen Serien oder nehmen einzelne Staffeln oder besondere Filme oder sowas. Das kann man natürlich alles machen. Ich will damit nur sagen, das Spektrum ist eigentlich viel, viel größer. Du könntest auch irgendwas nehmen aus deinem Studium oder, weiß ich nicht, als Grundschullehrerin, ob es da jetzt so Kinderlieder oder, ich weiß es nicht genau, Rechnen des kleinen Einmaleinses. Alles wäre spannend. Ich freue mich auf jeden Fall auf dein Thema. Wir machen das mit dem Bier später und natürlich dann auch mit dem Austauschen der jeweiligen Kontaktdaten. Großen Applaus nochmal für Lina. Riesen Applaus für Alex an der Technik. Für Clemens und seine Videobude. Und natürlich, Ladies and Gentlemen, ohne sie wäre die ganze Show hier gar nichts. Hier ist Anne Gilzer. Mein Name ist Tim Tölke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.